went you want my name, and I went to went you see, and I went to baby, then I went you in a INC. I know went you on and on, then and I went you say, and I all and me. Sing weiter. I don't want some beat so I can name. I can praise you, what you want to do. And I want I'll you to praise you, Mary Mary. Shackles on my feet so I can dance. Hey. I just want to praise you. Hey. I just want to praise you. Yeah. So, meine Damen und Herren, willkommen zum Teil 2. Ja, zum Nisa und Cheyenne, die Deutschen. Ja. So wie man das auch sieht. Ja. Wir haben natürlich auch einen deutschen Gast eingeladen. Costa Moroni Anakis. Absolut korrekt. Ja, haben wir einen deutschen Gast eingeladen, denn man sagt ja, die Griechen sind die neuen Deutschen. Das hat man ja gehört. Ja. Ja, was hatten, sagst du dazu? Ja, wir haben immer so einen Ruf, ne? Die Italiener und die Griechen waren immer so. Ja, die mag der Europäer. Ja, ja, ihr seid ja akzeptiert bei uns. Ja, ja. Ist auch viel, viel mit Religion zu tun, aber ja, auch. Ja, nur mit Religion zu tun, nicht nur viel. Ja. Bei uns ist ja okay, wenn ihr unsere Frauen im Restaurant anmacht, das ist in Ordnung. Ja. Aber dann findet ihr das exotisch. Ja, das findet ihr auch so, oh, der Grieche war voll nett, wie der dich auch macht. Ja. Eine rote Wein für die schöne Frau. Ja, genau, genau, ja. Na schön, Eros Ramazzotti läuft. Ja, oder genau. Felicità! Ja, Eros, immer die gleichen Toplines. Cimpramenti campi soni. Tanti mentri canti tu. Samprimenti canti roni. So, mit in der Sanche. Canti cu. Alles hört sich an wie eine Nudel. Ja. Und warum die Toni? Dos. Canelori. Parmeni tu. Aber ja, der ist ein richtiger Superstar. Eros Ramazzotti, Alter. Die Frauen, die wollen schon gerne von so einem richtig schönen Italiener, wollen die schön angemacht werden. Ja, die lieben das. Ja, die lieben deswegen gibt es auch so voll viele dumme Kanacken. Du siehst von 15 Kilometer, dass das ein Mustafa ist. Und er sagt einfach, ich heiße Gino. Oder ey, ich habe genau so einen Typen in meiner Kindheit gehabt. Ich schwöre, der heißt Ayhan. Der hieß Ayhan. Türkischer geht's nicht. Ich schwöre, ich sitze mit dem in der Ecke am Schulhof, kommt eine Alte vorbei und meint so, redet so irgendwie mit dem und der meint so, wie heißt denn du nochmal? Und er so, Toni. Ja, und ich, Toni. Ja. Guck mal, heute das Problem. Viele junge Leute verstehen den Gag nicht mehr, weil heute ist es akzeptiert. Leute voll, sagen heute, ja, du bist Türke. Anders. Das ist cool. Aber als wir jünger waren, war das echt so. Da hat der Kanake echt im Club gesagt, ja, ich sag, Italiener. Ich bin Italiener. Damit er reinkommt. Ja, damit er auch so, ja, damit das. Ja, was kann man besser sagen? Kennst du nicht von Playboy 51 dieses eine krasse Video? Nee. Wo der sagt so, da hat irgendwie RTL exklusiv irgend so eine richtige Drecksendung, TAF, irgendein so ein Scheiß. Passt, die sind voll journalistisch, ja, mit Integrität. Wirklich mit Hintergrund. Herz. Und mit Herz. Die haben zu ihm gesagt, also du bist ja voll der Playboy. Ich sag mal so, ich hab keine Probleme. Hat er dann so rumgelabert. Kennst du ja den, immer auf Koks. Geil, den auch. Ich sag mal so. Ne? So, dann haben sie ihm gesagt, pass auf. Da, kennst du ja, dann nehmen die mit, halten die Kamera drauf und sagen so, ja, dann sprich doch mal Frauen an, mal sehen, wie du so ankommst. Ne? Und dann läuft der durch so eine Fußgängerzone irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war, da geht so eine Alte vorbei und er so, ey, hier, schöne Augen hier. Sag mal, hier. Und die läuft so einfach weiter und er rennt hier so hinterher und meint so, irgendwann meint er so, hier, Tanjo, Spanier. Als ob man seine Nationalität danach sagt. Ja, so, wenn man sich so, das ist so ein bisschen, ja, der hat wirklich so gesagt, was ist, Tanjo, Spanier. Das Geile ist, guck mal, heutzutage ist es ja auch nicht mehr, die sagen das, aber damals, weiß ich noch, als ich Teenager war, da bist du so in die Pizzeria gegangen, ne? Und das sind einfach so Türken gewesen, ne? Oder Araber. Ja, und dann Araber, sagst du, ey, ja, Araber. Und dann sagst du, ey, ihr seid keine Italiener, ne? Weil hier steht sogar manchmal so Mustafa, der so, doch, ich bin Italiener. Sag ich, Bruder, ich erkenne dich doch. Du bist kein Italiener. Dann so, wallah, ich bin Italiener. Genau, letztes Mal. Weißt du noch, weißt du noch, dieser Frankfurt, dieser Laden, wo wir immer essen waren? Eine Zeit lang, wir sind immer da hingegangen. Dieser Spaghetti. Ja, genau. Super lecker. Super, da war auch ein Marokkaner, der hat dann irgendwann so gemacht, ja, Senor. Und dann so, einmal für den Signorana, irgendwie bla bla bla. Ja, so. Immer. So. Und dann geht der und ich höre wieder in die Küche und sagt so, ey, wallah, mach doch mal schneller jetzt, Allah. Die Armen warten schon, Bruder, und so. Wirklich. Und dann geht der hin und sagt wieder, und dann denke ich mir, was für ein Blender. Übertrieben. Ja, ja. Das ist so krass. Wie war das bei dir damals im Hotel?
Ich war das im Robinson Club. Ey, guck mal. Ach ja, unsere Fans. Bitte pack mal den Laptop aus. Ach so. Ey, wir haben so geile Kommentare. Schreibt einer so, nie letztens in den Kommentar, ey, die saß von der Hotel, diese Hotelsaison ist vorbei, der ist wieder da. Das ist so. Ja, wie war es denn bei dir? Robinson Club ist over. Erzähl mal. Wie, was soll denn sein? Weißt du, was ich will, dass er unbedingt in seiner Show einbaut? Ich will, dass er diese Hotel-Animateur-Sache mit einbaut. Guck mal, jeden, sogar mein Vater, mein Vater sagt so, was sagst du ihm die ganze Zeit Hotel-Animateur? Ich so, Baba, kennst du nicht so, wenn wir im Hotel waren, so diese Leute, die dann so tanzen und so. Ich sag, ah, stimmt, der sieht wirklich so aus. Jeder sagt das. Jeder. Ja. Das muss man einbauen. Ich weiß gar nicht, wie er das schafft, dass er für Liverpool spielt, dann noch im Robinson Club. Ey, Bruder, geht. Du bist wie dieser Typ mit diesem, wie heißt dieser Film? Wo der immer eine andere Gestalt hat? Gibt's mehrere. Ja? Der Schakal? Nee, wie hieß der andere? Kennst du noch den Schakal mit Bruce Willis und Richard Gere. Und das ist ja aber ein Remake von den 70er Filmen mit Stephen Queen? Nein. Nein, mit Dancing Queen. Steven Seagal. Steven Seagal. Der unnützeste Schauspieler aller Zeiten. War, aber ja, ich kenne auch das Original. So, was machen wir auf jeden Fall jetzt? Ja, erzähl mal. Die Korpsmolester. Die kriegst du jetzt. Die Korpsmolester. So, warte mal. Fuck your bitch and the click you claim. West side when we ride. And quick we game. And I want you wanna fuck my wife. And I want you bad boys and we'll fuck for life. Das ist mein Traum, dass du das für ihn rappst. Ja. Get it away, yo. Big Smoke, get that shrub. Little Pooh, mess the Mac. But after math. Hit him in his back. Ja. Der feiert, der lebt das. Oh Mann, Alter, he's living the dream. Richtig geil. Live a dream. Wonder what you watch myself. Changes, ne? War das? Ich glaube, ja. Ja. Alter, Dicker, jedes Mal, alles, was du sagst, ist ein Rätsel. Das ist geil, Dicker. Der schickt mir auch immer so Audios und sagt, okay, so ein geiler. Die Audios feierst du, ne? Ja, dann sagt er, ey, das Beste war, hab ich das gezeigt? Ich hab zu ihm mal gesagt, er soll mir die weiterleiten. Ja, hab ich so, ja, kannst du machen. Ey, hab ich Stan weitergeleitet, kannst du dich erinnern? Ja. Dann hab ich noch, das will. Und ich war so wund. Ich bin gestorben. Und als er mir das geschickt hat, war ich mit einem Kollegen im Auto, ne? Schönen Grüße an Dulli aus Krefeld. Ich war mit dem Auto und ich habe so angemacht, absolut, ne? Und dann war ich so am Hören. Und man merkt so, der hat das so etabliert, dass der Dulli neben mir im Auto direkt mit da drin war. Der hat nicht gesagt, was ich hörst. Der war so direkt auch so konzentriert. Und dann sagt er hat es vor mir gecheckt, er so irgendwann, Stan. Dann ich so, meinst du? Und der so, doch, das ist Stan. Und dann auf einmal kommt der Fahrer. Der so, hey Stan, what you winning in the world? Hey Stan, I want you winning in the world. I don't want you winning wife. Ey, rapp mal bitte das dritte Battle von 8 Mile. Bitte. Wie fängt das nochmal an? To everybody from 313. Everybody wants a free on free. Everybody wanna follow me. Everybody wanna free on free. When I want you to follow me. Yeah. Look, then I watch his hands up. I don't wanna ever send a no hands up. I don't want to win a wanna punk. I'm gonna win a trailer with my mom. One pack, two pack, three pack, four pack, true pack, neat pack, no one. I don't want against me. When I watch you wanna follow me. I'm fucking white palm. My shoe baby on the Uncle Tom. A Jetta bomb and a winner song. Yeah. Das ist so. I fought your wife, I screaming bad boys for life oder so. Hier, ich hab sie. Wie viele sind das? Wow, einige. Cousin. Schuh, Cousin. Warte mal. Müssen wir das mein drehen? Mein Tanktop don't fit me. Ja. Aber auch so, ne? Okay, das geht nicht so. Okay. Tanktop screaming loud, I don't fit you. You see how all the white jokes get you? Bitteschön. Willst du Kommentare oder Mitglieder? Mitglieder nur. Ja, wie jetzt? Ja, wie jetzt? Ihr Typen wollt rappen nur wie echt, ich? Nur echte. Nee, ich will die Mitglieder sehen. Ach so, dann komm. Ja. Dann sag mir das doch, ich drück die ganze Zeit Kommentare. Sicher. Was ist los mit dir? Sicher, was reibst du dir das Auge? Geh mal zum Arzt. Ihr habt doch hier wieder so Krankheiten, bringt ihr doch mit. Hier. Sicher. Tatsiki. Sicher. Kannst du auch so hessisch richtig reden? Geht. Geht. Muss er können. Nur durch Badesalz eigentlich. Ey, wo sind Badesalz? Alter, die machen immer noch. Die haben Podcast jetzt. Ja? Ja, Mann. Ja, macht doch jeder Spaß. Bist du cool mit denen? Die haben dich gepusht am Anfang, ne? Ja, ich liebe die beiden. Ja? Die sind Killer. Ja, macht doch jeder jetzt Podcast. So nichts mehr Besonderes. Naja, das ist sehr hessisch hier. Das gehört. Jeder, macht jeder geistige Späne, der macht jetzt einen Podcast. Das ist ja einfach. Business Spotify? Ja. So ein schwäniges Unternehmen. Drecksdinger da.
So, was willst du denn jetzt hier? Ja, gib mir, ich will alle Kanalmitglieder sehen. Alle meine Korpsmolester. Das sind die Korpsmolester. Ah, sicher. Wow! Ach, okay, aber ich lese die vor. Weil ich euch da. Geilen Sex. Genau. Also, einmal haben wir Raphael Susak. Du bist eine geile Sau. Dann haben wir Selwa 90. Warte, Raphael? Raphael Susak. Du sagst geile Sau? Ja. Ist das ein Mann oder Frau? Ist doch egal. Ist ein Synonym für Sexmensch. Geiler Sexmensch. Okay. So, Raphael Susak, du sexy Typ. Dann haben wir Selwa. Richtig geiler Sexmensch. 90 Hebila. Dann haben wir Sebu Lu. Dann haben wir Ava Keramat. Dann haben wir Thief Row. Dann haben wir Alibaba. Den kennt man, ja, mit den 40 Räubern. Ja, klar. Genau. Dann haben wir Merwan Memis. Der ist ja auch jetzt rich. Der Effekte kann Techno. Dilara Ergün. Jana G. Oh, die erste Deutsche. Ja. Ja. Der zweite jetzt, Erik 437. Erik! Erik, du geile Sau. Dann haben wir Serhat Üner. Dann haben wir Julia K. Simon Schumacher. Das ist doch ein schöner Name. Toni Steinbach. Nein. Doch, ist auch ein cooler Name. Aber Toni Steinbach, denkst du, der heißt so? Toni. Vielleicht Eihahn Steinbach. Michaela Demirel, Mr. Pink von Reservoir Dogs. Raw to the floor, raw like Reservoir Dogs. Dann haben wir Mr. Pink, Mr. Rockstar 777, 05MS09, Emre Muslera, Antonio Romano. Der ist wahrscheinlich. Ist von der Pizzeria. Michelle der M. Richtiger Name. X-Man, Nita M. Keiner hat ein Profilbild. Florian Böhm. Tom Hart ist der Bruder von Kevin Hart. Oder von Tom Hardy. Gülistan Kaval. Ja, genau. Ted Miko. Oh, hier, das ist, glaube ich, ein Costa-Typ. Nascosio Edit. Das wird nicht griechisch sein, der Name. Sam Toe ist der Bruder von Tongpo. Chris Alex, Isabella Mietsch. Auch Marokkaner. Ahmed Elters. Oh, wir sind gleich durch. Ja, das ist jetzt immer die erste Seite. Nein, du laber. Na klar. Das sind noch eine gesamt. Wie machen wir die nächste Folge? Wir machen jetzt jede Folge. Eine Seite. Okay, eine Seite. Dann haben wir. Wo war ich? Was war der letzte, den ich vorgelesen habe? Misic. Warte. Isabel Misic. Ahmed Altas, der unendliche Brotkorb. Bester Name bis jetzt. Safe, bester Name. Der unendliche Brotkorb. Schöne Grüße an den unendlichen Brotkorb. Das ist geil. Killepitch 77. Ja. Zahar Yari. Oliver Good. Pascalina. Das könnte italienisch sein. Pascalina. Eve95 Bijamistenführer. Ey, der ist geil, der Bijamistenführer. Der schreibt doch, ey, ich bin der Bijamistenführer, ich grüße euch alle. Aber hast du auch, der schreibt auch immer so die Kommentare. Ja, yeah, ich bin der Bijamistenführer. Ey, Leute, beruhigt euch, ich bin der Bijamistenführer. Ja, alles ich weiß Bescheid, alles ist noch, die kommen wieder. Ob er mit uns in Kontakt steht und mit uns redet, wir kennen den gar nicht. Aber der ist geil. Ich schwöre dich, wir feiern dich. Es ist auch geil, wenn ihr eine Woche Pause habt, dann ist gleich Randale. Ne? Ja, ja. Boah, wie die uns zerstören. Die Fruchtzwerge 11, meine Geschwister. Attila Sarikyp, Zeynep, der mit der Joshkun, Emre Söller, Matze Ikbins, Mehmet Ali Güngör. Matze Ikbins. Ja. Hast du den Kurt, Michi R, Emre C, Chuck Norris mit Profilbild? Lalle Schlei. Ich glaube, das ist viel zu lang. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Nee, ich bin, ja, warte, zwei noch. Komm, zwei noch, hau raus. Almer und Monkey D. Torres. Okay. So, die merken wir uns. Wir machen hier, mach ich einen Screenshot. Okay. Schöne Grüße an euch alle, aber die Folge wird langweilig, wenn ich euch jetzt Salut. Alle grüße. Schöne Grüße, vielen Dank. Also nicht langweiliger als jede andere Folge. Ja, genau. Vielen Dank, ihr seid die Korpsmolester. Ja. Und nächste Folge geht's weiter, wer die Korpsmolester sind, ne? Wir werden das jetzt jede Folge, werden wir ein paar erwähnen. Ja, nicht und, so viele, aber... Ja, genau, und wir werden echt übertrieben. Und was ich jetzt auch machen werde ab sofort... Ja. Ich werde die besten Kommentare vorlesen. Ey, da sind so... Speicherst du die? Ja, ja, weil ich bin jetzt nicht vorbereitet. Ich müsste suchen, aber da sind so lustige Kommentare. Ja, ich manche haben richtig Humor. Ja, kommentierst du bei uns, Costa? Eigentlich nein. Nee, aber ich kommentiere bei anderen manchmal und versuche dann irgendwie noch, und was die noch mal den Gag zu toppen. Und was die Korpsmolester jetzt machen können, weil wir wollten ja immer ein System, wie finden wir raus, wer ist ein Korpsmolester und wer nicht. Wenn die Themenvorschläge haben... Oder Fragen zu ihrem Leben. Die müssen uns keine E-Mail schicken. Die schreiben das einfach in die Kommentare. Wir sehen es ja. Ja, wir sehen es ja. Das heißt, wir nehmen ab sofort Themenvorschläge an und Fragen und auch so Lebenstipps. Ja. So, ob die gut sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn jemand sagt, ey, mein Freund schlägt mich, was soll ich machen? Mhm. Ich würde auch auf jeden Fall die beiden fragen. Ja, genau. Dann schreibt uns das in die Kommentare und wir werden das beantworten oder Themenvorschläge. Genau. Das machen wir jetzt regelmäßig. Ich habe jetzt eine Frage an euch jetzt wegen diesen ganzen Korpsmolester-Ding. Ne? Ja. Wenn zum Beispiel, pass auf, ihr baut euch eine riesen Community auf, ne? Und nehmen wir mal an, ihr beide, irgendwann ist der Tag gekommen, dass ihr irgendwie abnippelt. Würdet ihr euch dann von euren Korpsmolestern auch molesten lassen?
Wenn wir Cops sind, ja. Ich, ja, also ja, ich auch. Ich mach ja nichts dann. Ich stelle mich ja zur Verfügung. Also ich will mir, wie, es gibt ja einen Cops-Molester-Ausweis. Ja. Mit Foto auch. Ja, ja, wie Organspendeausweis. Ja. Da kannst du immer, fair enough. Da kannst du ihn mal eintragen. Sind ja auch Organe. Ja, ja. Kannst du ihn mal eintragen, wer dich dann molesten darf, in welchem Alter und dich so. Dich molesten darf, die ja, Sache. Ey, hm. Guck mal. Leute in den Kommentaren schreiben einfach so. Boah, endlich ist der Podcast da. Ich war schon dabei, irgendeinen Kopf zu molesten. Das ist so. Die Leute sind geil. Ja, deswegen. Also, wenn du molesten willst, eben nach dem Abgang, so gibt es einen Ausweis. Also, ich muss auch dann Molester werden. Gehst du zum Bürgerbüro oder Rathaus? Da kannst du das eben mal so ganz Bürgeramt. Gewiss eintragen. Bürgeramt, genau. Gehst du hin und sagst du, hier, hör mal zu, ich bin ein Kopfsmolester. Hier, hör mal zu hier. Ich hätte gern, also, du musst schon sagen, es gibt auch eine Spracherkennung. Wenn du ja hier in Podcast reinkommst, musst du sagen, also, ja. Und die Frequenz ja wird vom Hessen-Parameter. Ja, genau, Hessen-Parameter. Das muss auch so richtig mit Soul aus und so. Du kannst es nicht so sagen einfach. Ey, weißt du, wie der mich zerstört hat? Du musst auch mit Kopf wackeln. 6 Monate lang. 6 Monute lang. Jede 5 Minuten, der so, I see you. Ja, scheiße. 6 Monate. Ich in der Phase. Irgendwann bin ich selber durchgedreht. Ja. Aber I see you, was ist los? Drecksdinge. Also wenn du irgendwann Twitch machen solltest, kannst du auch einfach. Bin ich jetzt gerade dabei? Einen Tag einfach mal ich mit. Ich versuche ja meinen Homie zu überreden. Einfach als Money. Ja. Einfach einen Tag, nee, als Money. Nee, guck mal, Money ist ein Geheimprojekt. Also Money ist, ja, also guck mal, wenn alle Stricke reißen, ja, wenn Cheyenne Garcia auf YouTube keine Straßeninterviews mehr funktionieren, ja, wenn der Podcast nicht mehr funktionieren sollte, wenn TikTok, der wird immer funktionieren, ist wie Michael Jackson. Genau, aber wenn alles, dann kommt der Money und der wird alles auseinandernehmen. Ja, das ist dann die Figur. Der wird dann so ein Stadionkünstler. Ja, ja, ja. Weil dieser, wie Dennis dieser, aus Hürth. Genau, Dennis aus Hürth, ja, den wird genau, der wird so, weil dann kommt der RTL-Chef morgens schön oder drückt, kommt der MTS-Chef und sagt so, wir wollen das machen, aber so und so, sag ich, halt die Fress. Ich mach das so, wie ich will. Halt mal die Backe. So, und der kann, ja, und der sagt so, ey, I see you, das machen wir so. Genau so. Ja, das ist genau, ganz einfach. Ey, und dann, der Manni, weißt du, dass das ein geiler Charakter ist? Ja. Leute kommen hier auf dich zu und sagen, ey, bitte beleidige mich. Also, ja? Sag ich ja selber. Voll auf den schlechten Laune hab, sagst du, ey, bitte beleidige mich, du bist das Manni. Halt deine Fress. Ich weiß noch, ich war einmal mit dem Düsseldorf und ich habe ihm vom Manni erzählt, die Geschichte, ne? Ja. So, wie Manni drauf ist und so, ne? Und dann sagt er, ich will auch dahin. Ich sag, du kannst nicht in eine Kneipe gehen. Die hassen dich da. Ja. Und er so, ja, das will ich. Ich will, dass sie mit mir. Ja, ich mag die so ja, sind. Die baden im Hass. Ja, ja. Und dann sag ich so, ey, dann sagt er, stell dir einen vor. Sag ich, ja, aber nicht, dass er sich jetzt wegen dieser Political Correctness sich schämt oder so. Der so, schämt? Die schämen sich nicht. Du bist hier bei denen. Ja. Kretze. Ey, erzähl mal bitte diese Story von deinem Nachbarn mit dem Bier, wo der dann so kam, mit dem Trinken dieser Money, dieser Original-Money. Das ist eine geile Story, haben wir auch nie erzählt. Also im Garten, meinst du? Ja, bitte erzähl das mal. Also, es gibt hier, ich war damals in der Schule, ne? Und ich hatte einen Freund, Daniel hieß der, ne? Daniel, der war bei mir in der Klasse und der hat einen Onkel, der hieß Manfred. Ne? Auf dem basiert der Charakter. Ja, basiert. Okay. Und ich muss überlegen, ich war in der 7. Klasse oder so. Der arme Mann. 7. Klasse. Und wir waren auf so einer Gartenparty. Oder 8. Klasse. Auf einer Gartenparty sozusagen. Ne? Und der hat einen Garten nebendran gehabt. Und er saß da und musste noch was machen. So Mirabellen oder irgendwas pflücken. Ne? Und dann sitze ich mich so dahin und sag so Hallo. Und der hat also, niemanden, ja, nein, der hat niemanden Hallo gesagt. Niemanden. Mhm. Die ganze Zeit so geguckt. Und ich so, Servus. Dann drehe ich um. Sagt er so, ja, das ist mein Onkel Manfred. Und ich so, was geht denn ab, Manni? Sagt er, wer hat denn dir erlaubt, mir einen Spitznamen zu geben? Sag ich, warum? Sagt er, scheiß Manfred. Da sagt nur meine Freundin dürfen mich Manni nennen. Ich so, dann sind wir jetzt Freunde. Sagt er, mach die Finger weg. Geil. So, genau so. Geil. Und dann habe ich den gefeiert. Ich feiere das auch. Dann habe ich den gefeiert und alle sagen so, boah, was ist das für ein Arschloch? Und so, ich habe den gemocht, ne? Ich habe mich hingesetzt, ich so, ey, Manni, der so, kennst du das wie Ruhe? Sag ich, warum? Sag ich, will meine Ruhe haben. Deswegen habe ich einen Garten, dass ich weg will. Und, so, und dann erzählt er mir, der war Gabelstapelfahrer. Sagt, passt. Dann sagt er so, in so einer Logistikfirma, da hat er mir erzählt, Bruder, ich war in der 8. Klasse. Da kommt letztens der Murat, immer mit einem Tanktop im Winter. Und dann wird er krank und dann wundert er sich, oh, 2 Wochen in Krankenschreibung, ich muss seinen Scheiß aufräumen. Das ist geil. Sagt er, natürlich, ja, läuft er die ganze rum. Wir sind ja nicht in Istanbul. 30 Grad und so, ne? Und er war so richtig Typ. Geil. Und irgendwann. Geil. Wie kann man das nicht feiern? Dann hab ich zu dem gesagt, da war so, kennst du noch diese Bierchen, diese, nicht Karamals, Radler. Das ist die beste Story, Costa. Radler. Und dann hab ich gesagt, so ein Radler trinke ich mit. Blödsch macht er so. Ey, du bist ein feiner Kerl. Du bist ein feiner Kerl. Also, ey, Daniel, den mag ich. Das ist geil. Den mag ich, aber die anderen, die haben mir nicht gepasst hier, ne? Und dann hab ich einen Radler mit ihm getrunken und gesagt, ey, du bist in Ordnung. Du bist schwer in Ordnung hier. Hör zu.
hat dann mal anständige Freunde mehr mitgebracht. Und dann habe ich gemeint, ich so, ey, diese dreckigen Kanaken, ey. Sagt er, das wird schnell zu sagen, aber die sind schon, also Ölaugen, könnte ich mal sagen, ja. So, und es war in der 8. Klasse. Das ist auch nicht besser. Ja. Und dann irgendwann habe ich... Einfach null besser. Und dann, aber für die in ihrem Kopf ist das besser. Ja. Ja, ist das besser. Ich sag mal so, das sind keine Kanaken, aber ja. Das sind schon Ölaugen. Ja. Und dann so ein paar Monate später habe ich den wieder gesehen, ich so, Manni, der so, guten Tag. Wie geht's dir? Wo warst du denn, Bub? Wo warst du denn, Bub? Ich sag, ja, hier, bist du unterwegs und so, ey, sicher und so, ey, die, das, ey, komm mal hier wieder vorbei, trink mal einen Radler oder so, oder? Muss ja ein bisschen was erzählen, der bringt mir hier dieser Elende rein, da. Ich sag, wen meinst du? Ja, die Freundin von dem. Hast du die mal gesehen? Die stinkt doch vom Weiten schon, 50 Meter. So, und der, irgendwann ist der durchgedreht. Alter, Randzucht. Der ist ausgerastet. Nur Randzucht, ja, egal was. Und dann, ich war einmal im Auto mit dem, ne? Da hat jemand den geschnitten. Bist du blöd im Kopf? Geil. Hast du nichts im Auge, oder was? Eisig? Und dann kommt er hin, sagt er, ah, so ein Inder, die haben noch nicht mal Verkehrsschilder. Kein Wunder, dass er nicht fahren kann. Direkt aufs Land bezogen, auf die Kultur. Direkt, ja, ja. Egal was ist, die beziehen das immer darauf. Ja, also, immer so der Manni müsste. Der Manni müsste jetzt. Die haben ja keinen Strom. Woher soll der das wissen? Bücher haben die nicht. Die Scheiße noch in Eimer. Die können sich auch nicht benehmen hier. Woher sollen sie es denn wissen? Ja, genau. So habe ich den Manni kennengelernt. Und irgendwann habe ich ihm das, Alter, erzählt. Ey, das ist so geil. Der Manni müsste jetzt 60, 62 der müsste ist sein. Geil, das ist geil. Wenn der noch ab und lebt. Zu auf dem Radler vorbei. Nee, ich hab den seit 12 Jahren. Aber wenn du den sehen würdest in der Stadt, würdest du dich freuen? Ja, klar. Würdest du direkt diese Chemie so, direkt so, ey, Manni. Weißt du, wie der so eine ganz große Brille gab, wie Honecker? Ja. So eine ganz große. Ja. Dann so einen kleinen Schnurrbart, ne? Und immer so eine Trainingsjacke, wirklich. Nein! Ich schwöre, mit so richtig Klischee. Ja, und dann immer so ein Radler. Jeden Abend, zwei, drei Stunden. Und dann saß er im Garten, der Stuhl hat bestimmt nur gerantet. So, und dann nur jeder, der vorbeikam, hat er gerantet. Guck mal, der. Ja? Oder eine Zeitung, Bruder, Zeitung, so. Schon wieder die. Bild-Zeitung, ne? So. Ist klar, schon wieder Bild-Zeitung. Die. Ja, so Bild-Zeitung. Und dann immer so. Bild dir deine Meinung, also sicher, machst du jetzt. So, und dann irgendwann, Bruder, der Typ ist Film. Ja, klar. Das ist geil. Ey, so einen kennt jeder. Ich ja, die sind geil. Meine Eltern hatten, 20 Jahre lang hatten die so einen griechischen Grill in so einem Dorf. Und da waren immer die gleichen Typen an der Bar. Also hinten waren Tische, da konnte man ganz normal essen. Und vorne die in der Bar, an der Bar waren und ihr Bierchen gezischt haben, die waren einfach jeden immer Tag immer frisch gezapft. Und da sind immer die gleichen, das sind immer die gleichen Leute. Aber da die sind geil. Ey, da war ein Typ, der hieß Jürgen, ne? Ich schwöre, Jürgen. Und der hat immer so geredet. Machst du mir doch einen Pilz? Ich hab Durst. Der hatte dann meint mein Bruder so zu dem, meint so, Jürgen, du hast aber auch hast ja schon markante Stimme. Dann guckt er meinen Bruder an und meint so, ja, Stimme wie ein Reibeisen. Das kommt von hier. Gluck, gluck. So Typen, Alter. Die sind geil. Krass, immer, ne? Am raushauen, Alter. Die sind geil. Ach, geil. Ey, das ist der echt geil. Ich hab mal noch ein paar Fragen. Ja, okay. Alles sicher. Da war noch der Peter, das erzähl ich noch mal kurz. Da war noch der Peter und der meint mein Bruder so zu mir, ey, ich geh mal ganz kurz zum Edeka, kannst du dich hinter die Theke stellen, falls jemand was will. Ich so, ja, okay. Und der Peter, mit dem hat keiner geredet und der guckt so, kennst du das, wenn die dir warten, dass sie irgendwas sagen können? Weil die einfach die ganze Zeit da sitzen und warten. Ja. Egal, was passiert. Und er meint so, ich gehe ganz kurz zum Edeka. Der guckt mich so an, meint so, Edeka, das ist so der teuerste Laden, wo überhaupt rumläuft. Das ist als Peter, Alter. Das macht keinen Sinn. Der teuerste Laden, wo überhaupt rumläuft. Was in Deutsch? Und der hetzt dann über Ausländer. Ja, das ist immer geil. Mhm. Deswegen feier ich die ja. Ich liebe die. Okay. Also du hattest noch interessante Fragen in der Folge davor. Gibt es, aber das halten wir ganz kurz, weil ich habe danach eine interessante, nee, ich hau dir erst die interessante Frage. Ja, macht's. Also, es gibt ja den Comedian Massoud. Ich persönlich feiere seine künstlerische Tätigkeit, die ich so sehe. Also das, was ich sehe, so im Fernsehen oder auf YouTube oder was er hochlädt. Ja, der ist cool, bis auf, dass er Veganer ist. Finde ich gut, ne? Ich finde auch seinen Style gut, so diese komischen Zelthosen, ne, und so. Jetzt eine Frage. Auf der Bühne macht er ja extra diesen unsympathischen Charakter. Ne? Mhm. Auf der Bühne, ich kann das differenzieren, unterscheiden. Ich kann sagen, auf der Bühne finde ich da das geil. Da bist du schon mal auf jeden Fall weiter als der normale. Ja, aber es ist ja so. Das stimmt echt. Ja. Also ich kann voll viele sagen, ja, bei mir auch.
Boah, der ist ein Frauenhassender. So, so. Ich kann das unterscheiden, einfach so. Was Künstler, also was Künstler ist und was nicht. Ja. Jetzt frage ich. Aber ich sag dir mal, der ist nicht so weit weg von seinem Charakter. Ja, ja, ich hab den kennengelernt, der ist durch. Ja, warte, jetzt frage ich mich. Das ist krass, persönlich so. Würde mich das stören. Also persönlich könnte ich mich dann mit ihm nicht unterhalten, wenn er so unsympathisch wäre. Mhm. Aber auf der Bühne finde ich das cool. Jetzt war meine Frage, ist der so wie auf der Bühne? Ja, nein. Der ist aber halt ein kompletter Freak. Aber er ist... Was er mag auf der Bühne wie auch privat, ist dieses Unberechenbare. Weißt du, dass der haut man Sachen raus, die man nicht erwartet. Und das liebt er auch. Also das mag der schon auch gerne, dann so irgendwie mit den Leuten so. Ja, man merkt doch, der ist so ein ich habe mich jetzt nicht so viel mit ihm befasst. Ja, aber er ist schon künstlerischer. Aber er ist halt, ich finde cool, man merkt schon, dass er das so ein Künstler ist. Der künstlerischer als viele andere. Ja, der ist ein richtiger Künstler, der schätzt der respektiert seine Kunst, der verkauft sich nicht, der tanzt nicht überall rum. So, das schätze ich. Ja, ja. Das schätze ich. Dass er ein Veganer ist, schätze ich nicht. Dafür wird er auch noch einige Sprüche kassieren. Aber auch das mit den Sprüchen, bei mir ist das so, also ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch denke. Du tust immer so, als würden Veganer dich zwingen, dich vegan zu ernähren. Nein, aber die haben so eine Art, die stört mich einfach. Hat er gar nicht. Also er nicht. Doch, ich habe irgendwo was gesehen, wo er sagt, ja, wenn man Fleisch isst. Und da habe ich gesagt, okay, der ist auf meiner Abschlussliste, wenn ich den sehe. Guck mal, bei mir ist das jemand so. Ich habe vor dem schon Fleisch gegessen. Ah, ja, ja. Aber der hat sowas. Ich sag das nicht so. Er hat schon, ich habe gesehen, sonst wüsste ich doch gar nicht, dass er Veganer ist. Mhm. Ich habe es irgendwo gesehen und irgendwo, was hat er da gesagt? Aber weiß, hast du seine Body Transformation gesehen, Alter? Sah der anders aus früher? Aber hast du ja, Transformation heißt ja, dass er anders war. Und ja, aber der war schon immer fit. Ist er fit? Aber jetzt ist der ripped. Ja, normal, Alter, Veganer sterben ja auch, Bruder, die essen nichts. Der isst 4 Nüsse am Tag. Bruder, es gibt krasse Bodybuilder, die sich vegan ernähren. Ja, und? Es gibt auch krasse Bodybuilder, die sich nicht vegan ernähren. Viel mehr sogar. Ja, gibt's auch. Ja. Es gibt auch Massenmörder, das heißt ja nicht, die noch frei rumlaufen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du dann sterben musst. Guck mal, Ralf Möller ist auch, glaube ich, Veganer. Ja, jetzt mit 60 geworden. Ja, aber er achtet jetzt auf sich, weil er merkt, dass im Alter das Fleisch... Ja. Du kannst aber auch auf dich achten, ohne Veganer zu sein. Kannst auch auf dich achten. Ja, es ist alles möglich. Ja. Ja, aber so wir jeder sollte ja einfach... Ernährungsding. Ernährungsfolge. Wir kommen jetzt zum Thema. Ja. Was ich sagen wollte... Wie ist das bei der Stand-Up-Comedian-Szene so? Also guck mal, ich bin ja zum Beispiel, ich mag zum Beispiel Felix Lobrecht sein Stand-Up. So, ich gucke mir das gerne an. Ja. So. Ich auch. Wenn, ich gucke mir das gerne an, ich würde auch zu einer Show gehen, ich würde auch ein Ticket kaufen, habe ich kein Problem. Geil. Geile Show. Wenn er jetzt zum Beispiel mich irgendwo, falls er mich kennen sollte, irgendwann mal disst oder so im Podcast oder irgendwas, werde ich trotzdem Fan bleiben und trotzdem zu seiner Show gehen. Ja, weil du drüber stehst, weil du nicht dumm bist. Genau. Wie ist das bei euch in der Stand-Up-Szene? Wenn jemand über den anderen Comedian was sagt oder so, weil ihr kennt euch ja gegenseitig, dann wird ja Witze gemacht. Ich habe mal gesehen, Maria hat mal Felix, Maria, wie heißt sie? Pieck und Kloppenburg oder Maria so. Maria Clara Groppler, ja. Ja, Groppler. Die hat mal was über Felix gesagt. Nimmt da Veganer. Spaß auf. Yeah. Wie ist das so in der Szene? Verstehen die Spaß? Also man lustige nimmt ja, Comedian? Man nimmt ja an, dass, also wenn du da keinen Humor hast, Alter, dann bist du ja auch völlig falsch. Also, ne, wenn du dich da nicht die ganze Zeit, also im Backstage wird auf jeden Fall hin und her beleidigt, so ganz normal wie hier auch. Also wir machen das nicht. Ich das das finde ich auch unmöglich. Ich finde das nicht schön. Nee, das ist unser Gast, dass du uns hier deformierst. Ich unterstütze das ja auch nicht, aber ich sag mal so. Ja, wobei ich sagen muss, es kommt doch... in dieser Szene sollte man doch wirklich... Ja, aber es kommt drauf an, mit wem, weil voll viele sind auch so total unentspannt und die sind voll, also das ist das Problem. Könnt ihr reingehen und direkt mal einen Witz gegen den Kopf hauen? Also ich mach das, aber ich habe auch oft gemerkt, dass das nicht ankommt. Ja, klar. Weil 90% der Leute sind nicht die, die sie spielen auf der Bühne. Guck mal, du willst ja auch nicht da im Backstage der geile Hecht sein, so jedes Mal. Weißt du, was ich meine? Also du nimmst dich ja auch zurück. Dann kommst du irgendwo rein, du kennst die Leute nicht. Dann bist du einfach ganz normal, wie du halt erzogen worden bist. Ne? Manche haben einfach gar keine Erziehung genossen, die benehmen sich wie die Axt im Wald. Dann musst du dann irgendwie, wenn ich da sitze und da kommt so ein bisschen so ein jüngerer, neuer Stand-Up, Typ rein, der die ganze Zeit erzählt, wie er rasiert und sowas, bla bla, dann sag ich dann auch irgendwann mal, hier, komm, setz dich hin, Alter, du hast jetzt genug deinen ADHS-freien Lauf gelassen, so jetzt entspannt. Aber ich bin schon so ein ADHS-Typ, aber nicht, weil ich so der geile Hecht bin. Bei der komischen Nacht, als wir uns wieder gesehen haben, warst du komplett ruhig. Was ganz war gechillt. Da ist er bestimmt gebombt. Nein, das war vor dem Auftritt. Die Nacht lief gut. Die lief gut. Überragend. Stimmt, wir haben sogar gegessen dann. Ja, genau. Nee, manchmal habe ich ja. Geblitzt oder so. Irgendwas war. Ja, Depri-Phase. So. Nein, wenn du die Leute einfach nicht kennst. Wenn du die Leute kennst, du kommst irgendwo rein und du kennst, da ist Benaisa, da ist der, da ist der. Ja, da würdest du direkt scheiße reden. Aber wie? Ihr kennt euch schon alle. Die Stand-Up-Comedian ist doch klein. Ja, aber es gibt manche, da weißt du, da ist keine Chemie. Immer wieder neue Leute. Echt? Ja, klar. Ja, und manche Leute. Oder
manchmal aber hast du einfach nichts an der Kette. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es so ist, dass als Stand-Up-Comedian es so ganz einfach wie bei YouTube ist. Jeder kann sich YouTuber schimpfen, wenn er einfach ein Video hochlädt, ja. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass jeder auch Stand-Up-Mache jetzt machen kann. So. Jeder kann einfach irgendwo die Bühne. Ja, aber nicht jeder kann sich Stand-Upper nennen. Das ist nur anders. Schimpfen. Oder du musst schon so einen gewissen Lauf haben. Einen gewissen Lebenslauf. Ja, warte mal. Darf er sich schimpfen, dass er respektiert wird, oder darf er sich so schimpfen? Nein, er muss schon so. Stand-Up-Comedian, der muss das schon. Das muss seine Profession sein. Ich gehe mal mit euch mit. Zum Beispiel, guck mal, da, wo du gesagt hast, du sollst auch mal dahin, ne? Wegen dieser Hood-Comedy. Mhm. So, da gehen wir mal auch hin zusammen, kein Problem. Da gebe ich mal immer auf seine Show. Da kommt immer ein Supporter manchmal. Ja. Es gibt immer wieder neue Leute, die ich nicht auf dem Schirm habe. Oder, und ich sehe ja schon sehr viel im Internet. Ja, 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 klar. Ist das gerade so ein Run, dass jeder will DJ werden, jeder will Schauspieler werden, jeder will Rapper werden, will jeder gerade Comedian werden und hat auch die Chance, immer sich was zu zeigen? Es gab so einen krassen Hype nach Rebel, so. Ja, ja. War mir so mein Gefühl. Und jetzt kommt es auch mal, jetzt gibt es auch wieder eine neue Generation, die immer wieder kommt. Wer war nochmal Rebel? So komplett diskreditiert. Ja. Und ich sehe immer wieder bei Open Mics, wenn ich irgendwo hingehe und um irgendwie zu testen in eine andere Stadt, sehe ich immer wieder Leute, die so, wo ich erkenne, Alter, unter den ganzen Leuten, 10 Leute treten auf, aber einer ragt einfach raus so. Woran machst du das fest? Siehst du das auch, wenn eventuell sein Material nicht stark ist? Das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, manchmal ist auch das Material überhaupt gar nicht stark. Aber du siehst, dass es ein Typ ist. Ich habe schon Typen Bomben sehen und ich habe gesagt, das ist krass. Weil du siehst, dass da ist was. Ja, die Ideen waren geil. Okay. Da musst du leider ran. Sehr wichtig. Ja. Kein Problem. Ich und Costa führen das hier weiter. Scooter, Hyper, Hyper. Ich bin der Wack MC Zerfleischer. Ist so geil, dass er immer die Fragen aus unserer Szene die ganze Zeit fragt. Und ich würde ihn gerade gerne auch andersrum über YouTuber, annehmen. Ja, was willst du da fragen? Die sind doch alle Hyopies. Ja, aber das soll er mal sagen. Das sagt er doch. Das ist doch gar normale Feststellung. Ich bin YouTuber. Der Ömer wird sagen, du bist ein Haufen Scheiße. Das sagt der Ömer immer. Ja. Oh Mann. Ja, das ist so ein Cross-Universum, das du eigentlich so richtig nicht auf dem Schirm hast. So, ich hatte das lange Zeit nicht. Leute haben mir irgendwelche, ich mach mit dem oder ich mach mit dem. Und ich hab so gedacht, wer ist das denn? Ja, aber guck mal, das ist aber, glaube ich, liegt am Alter. Weil ich bin da auch voll, Alter. Disconnected. So, weil er nennt mir voll oft Namen. Und dann kenne ich die nicht, wirklich nicht. Es hat nichts mit. Ich kenne die einfach nicht. Dann zeigt er die mir und die haben so 7 Millionen Follower. Ja. Und dann siehst und dann du den Content. Und dann denke ich, boah, krass. So, ich habe zum Beispiel. Aber mit was für einem Content? Das ist ja absurd. Ja, ich habe zum Beispiel. Ich habe eine Fragerunde auf Insta gemacht. Ich bin ja selber ein Fisch. Ich bin ja selber nicht so bekannt. Ja. So, ich habe eine Fragerunde auf Insta gemacht. Wer ist das schon? Ja, und da hat mir einer eine Frage gestellt. Hat mir einer eine Frage gestellt, was hältst du von Knossi? Mhm. Dann wusste ich, dass das so einer sein wird. Dann habe ich Cheyenne gefragt, Cheyenne, wer ist Knossi? Sagt er, ey, bist du verrückt? Das ist der größte Twitcher Deutschlands. Ja, ich dachte, Montana Black ist das. Ja, also die sollen so auf einem Level sein. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich geguckt, boah, krass, der ist so voll der Superstar. So, aber ich kannte den einfach nicht. So, weil es nicht meine Szene ist. Ja, voll. Nicht so. Ich kann mir auch nicht mal ein Urteil über den bilden, weil ich weiß nicht, was der macht. Genau. Ich hab diese Frage bekommen, ich habe Cheyenne gefragt, ey, wer ist das? Hat er gesagt, ey, das ist der größte Twitcher Deutschlands. Jetzt weiß ich aber, okay, das ist der größte Twitcher Deutschlands, aber nur mit einer namentlichen Verbindung. Wenn ich den sehen würde, würde ich den wahrscheinlich gar nicht erkennen. Nee, ich habe den nur mit, ich habe den ein paar Mal irgendwie mit Sido gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, wer ist dieser Typ, der immer dabei ist? Ja, und der soll, der ist der Motherfucker, der ist so der Muhammad Ali, der Twitch-Szene. Ja, der verdient gerade mehr als Sido wahrscheinlich. Ja. Das ist absurd. Absurd. Oder also so Leute, wo dieses, wie viel ist dein Outfit wert? Weißt du, da habe ich ein paar Videos immer so, die tauchen auf. Was ist das für ein Content, Alter? Wen interessiert das? Siehst ja, krass. Genug Leute, dass so. Das ist halt sehr, 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 sehr. Ja, es gibt halt immer. Und die. Damals war ein Influencer jemand, der alles gemacht hat. So. Aber jetzt gibt es ja mittlerweile, die teilen sich auf. Es gibt TikToker, der ist überall eine Niete. Auf YouTube, Instagram, aber der hat auf TikTok 3 Millionen Follower. Ja, ja. Und dasselbe gibt es bei Twitch. Ja, deswegen haben die ja auch so immer so eine krass brutale Angst, dass ihr Medium stirbt. Ne? Bei Snapchat war das ja so krass. Ja. Ja. Ne? Sag mal, wie viel ist denn dein Outfit wert, Bruder? So komplett kotzen. Komplett Sinn. Ey, was ist das für ein Content, Alter? Was weiß ich? Ich will ihn einfach nur. Ja, roasted den. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ist das ein Typ? Ja, das sind zwei, das sind drei. Mehr, ja. Da gibt es immer so. Am Ende sehen die alle gleich aus. Man weiß nicht, wer ist. Ja, die haben keinen. Aber es gibt ja Leute sogar,
die nehmen nicht nur die gleichen Leute, die in meinem Video sind, sondern die tragen jetzt sogar die gleichen Klamotten wie ich. Die kaufen sogar die Klamotten nach, ne? Jacken, ja. Pullis. Schein ist wie Rakim. Jure, ich zeig euch später ein Video. Leute, damit die Leute denken, du wärst das. 3 Wochen später, ich habe ein Video rausgekommen und diese Jacke habe ich noch nie im Internet gesehen. Noch nie. 3 Wochen später gibt es die Jacke auch da. So, Style. Auch gleiche Style mit diesem Hoodie und so. Aber darüber reden wir ein andermal. Dann schicken wir mal den Money hin. Ah, sicher. Ich habe gerade einen wichtigen Anruf bekommen. Ja. Mm-mm. Was wir dies. Meine Damen und Herren, wir haben schlechte Nachrichten. Den Podcast wird es lange nicht mehr geben. Denn das Steuerbüro hat gerade angerufen. Lieber Stefan, danke schön für den Anruf gerade. Guck mal, spätabends. Gostomski aus Andernach. Das beste Steuerbüro aller Zeiten. Guck mal, wann die anrufen, ne? Ja, eigentlich schon längst Feierabend. Ich möchte hier heißen die Gostomski Steuerbüro? Oder wie heißt die? Gostomski? Ja. Gostomski Steuerbüro in Andernach. Googelt es, bester Steuerberater. Yes, Gostomski, vor allem, das ist aber auch nicht deutsch, oder? Ja, das ist mir egal. Bei dem ist alles erlaubt. Ja, ey, aber die haben so eine Geduld mit uns. Ja. Ich bin ja noch okay, du bist ja ganz verloren. Der ruft an. Also die Leute, warum kommt es, wieso kommt es so weit? Ja, ich sag dir warum. Ich sag dir warum. Guck mal, ich bin. Ich sag dir auch warum. Ich sag dir auch warum. Du sagst einen Satz, ich sag einen Satz. Warum? Ja, guck mal, Schein ist halt ein faules Arschloch. Nisa ist sehr faul. Okay. Ja, also, weißt du? Ich. Ja, das war's. Und wir pushen uns danach gegen ist es, aber oder ist es so, dass es über diese Sachen, die ihr macht. Wegen einer Sache, dass wir die machen sollen. Am 7. Tag machen wir es einfach nicht und dann pushen wir uns wieder 6. Tage. Ich glaube, es gab mal eine Folge von Elton versus Simon. Ja. Die haben dieses Versus. Und haben den Verse gemacht, wer weniger sich bewegt. So, dann sind die nur so zur Toilette gerollt und dann habe ich gesagt, boah, wenn ich damit gemacht hätte, ich hätte die komplett zerstört. Ich bin einfach unbesiegbar in diesem Game. Was sollst du sagen? Ich frage mich, ob das so trickreich ist, das Business, was ihr macht, dass es, also, weißt du, dass es auch schwer ist, weil man verschieden irgendwie Sachen besteuern muss und dass es so kompliziert ist. Es ist sehr kompliziert. Guck mal, theoretisch, guck mal, heute hatte ich das Gespräch, auch wenn wir auf, guck mal, er ist ja Künstler. Ich bin auch freiberuflicher Künstler. Ja, ja. Ich auch. Du auch. Wenn wir jetzt auf Instagram was posten und Werbung machen, ist das gewerblich. Ja. So. Aber wir können nicht wegen einem Post ein Gewerbe anmelden. Weil dann haben wir ganz andere Sachen wieder, ganz andere Dinge. Künstlersozialkasse fällt weg. Okay. Das ist alles ganz komisch. Und weißt du, warum das so ist? Das ist damals wie die Shisha-Bars. Als die Shisha-Bars angefangen haben, populär zu werden, hat man sich dumm und dämlich verdient. Millionäre. Alle sind Millionäre. Mhm. Jede Shisha-Bar, die minimum 10 Jahre alt ist, 10, sind Millionäre. Dann, Deutschland hat gebraucht, bis sie das System dahinter verstanden haben und haben dafür dann Gesetze erlassen und dann durchgeführt. Und bei uns jetzt gerade im Social Media Game kommt das erstmal langsam. Wie diese Hashtag-Werbung. Ja, kommt langsam richtig. Ja, ja. Und in einem Jahr, 2 Jahre gibt es dann ein komplettes System dafür. Ja, aber ich bin ja nicht beeinflusst von so ich theoretisch, so wie ich vorgehe, wie ich agiere. Er wird sehr stark. Aber ihr werdet ja sowieso krass limitiert, oder? Überall wird es doch. Also sind die doch dahinter gestiegen, ne? Die drosseln da, die machen das. Ja, klar. TikTok überall. Kam so eine Meldung, ich muss jetzt meine Steuer-ID da eingeben, weil es wird jetzt direkt auch abgerechnet so und so. Alles hat seinen Sinn und Gang und Gäbe, ne? Was wird da abgerechnet? Deine Werbung? Ja. Ja, okay. Dann wird's anders. Dann gibt's keine Umsatzsteuer, weil das aus dem Ausland kommt. Dann musst du das aber hier versteuern. Ja, das meinte ich. Genau, und das meinte ich. Einkommenssteuer musst du halt drauf zahlen. Genau. Und weißt du, was aber das Traurigste für uns Künstler ist? Guck mal, das ist sehr, sehr unfair. Das hat, es gab doch so eine Kampagne, wo jetzt die Leute wegen Lockdown alle so gleichen Post genommen haben, alle wieder recouped haben. Alle haben das repostet. Özcan hat das gemacht und so. Alle so einen Text, so einen 6-seitigen Text. Ach so, ja, okay. Da stand ja drin, dass die Künstler, Unterhaltungsbranche, glaube ich, über 130 Millionen macht im Jahr in Deutschland. Wir sind eigentlich eine riesen, eigentlich hätten wir eine riesen Lobby, aber wir schließen uns nicht zusammen. Das ist ein Problem. Ja. Und weißt du, was das Traurigste ist? Wir sind die einzige Branche, einzigste oder einzige? Einzige. Einzige Branche, ganz Deutschland, die am wenigsten absetzen dürfen. Mhm. Wir dürfen nichts absetzen. Wir haben nur, also zum Beispiel beim Lockdown, Büromaterial. Welcher Künstler hat denn ein Büro? Das ist selten, dass jemand so ein Büro hat. Voll. Deswegen habe ich zum Beispiel nichts beantragt. So, weil ich habe keinen, niemanden angestellt, ich habe kein Büro. Das heißt, musst du alles aber trotzdem hast du Verlust in deiner Firma oder in deinem Job. Ja, die Firma bin ja ich sozusagen. Ne? Das ist ganz, ganz dreist. Ja, aber ich hoffe, dass die das ändern, weil das ist schade, weil die Künstler sind gerade für das Kreative, für die Unterhaltung,
Gerade in der Zeit. In der Zeit, wo alle Leute durchdrehen, ne? Ich war ja auch 14 Tage in Quarantäne, ne? Mhm. Durchgedreht. Aber nicht wegen körperlich oder irgendwas, sondern psychisch einfach. Ja, ja. Und da hat mir das geholfen. Alle, guck mal, ich schwör's dir jetzt ohne Scheiß. Ich guck mir ganz selten Folgen von diesem Projekt an oder vom Podcast. Ganz, ganz selten. Ja. In der Quarantäne habe ich mir wirklich Folgen angeguckt. Und da habe ich gemerkt, ohne jetzt uns zu hypen, ne, ich habe wirklich Tränen gelacht teilweise. Ja, aber weil der so gestört ist. Ja, ja. Weil du bist auch nicht ganz so ohne. Nein, ich bin normal. Das ist so. Ja, ja klar. So. Das denkst du, nur du. Ja, echt. Ja, dann hat er mir immer so Audios gemacht und so Zitaten aus dem Podcast, die ich selber vergessen habe. Und dann musste ich auch so lachen. So lustig. Ja, mit Hitler und Jay, das war das Beste. Ich habe das irgendwo entdeckt und ich hatte eine richtig miese, lange Fahrt irgendwo hin. Ich musste irgendwo auftreten. Und dann habe ich so Podcasts geguckt und das und das und das und alles hatte ich schon gehört, was ich so höre. Ne? Es gibt ein paar Podcasts, die ich immer höre. Zeitverbrechen, Gemischtes Hack, paar Sachen. Ne? Comedy Gold mit den zwei, die haben jetzt aufgehört, leider. Schönen Gruß, Thomas Spitzer, Thomas Schmidt. Und dann habe ich irgendwie gesehen, Nizar, Alter, ich so, ey, was macht der denn? Missgeburt hat einen Podcast. Und dann habe ich das angeklickt und dachte ich, ah, das ist doch der Wichser, der da in Mainz war. Dieser YouTuber, der, I see ya. Dann habe ich mir das angeguckt. Und dann irgendwann kam diese Michael Jackson-Folge, ey, die er hat mit R. Kelly ziemlich am Anfang auch. Yeah, ne? Ja. Ihr habt das Thema ja 100 Mal, ey. Ja. Mein Gott, ihr seid ja richtig besessen von denen. Ja, wir sind besessen so von denen. So richtig besessen, ey. Man denkt wirklich, der wird, schon, der wird von denen schon 40 Mal angepinkelt, so oft wie der. Ja, ja, das hätte er sich gewünscht. Ja. I wanna pee on you. Junge, das Legendary, Alter, von Chappelle Show, Alter. Eines der Legendary-Sachen. Ey, und dann habe ich mir und ich musste richtig alleine im Zug, alleine laut lachen. Obwohl du eigentlich schon voreingenommen warst. Genau, ich war Hate eigentlich geil. Nein, ich hatte Antipathie schon, nicht gegen dich so, gegen mich. Aber gegen dich so, ne? Und ich dachte so, was will er jetzt, Alter? Wollen die jetzt lustig sein oder was, ne? Und das war wirklich wie so zwei kleine Kinder, die sich gegenseitig Schwachsinn erklären. So, ja, ey, und dann hat er mir geschrieben, irgendwann von einem halben Jahr, dann der so, ey. Und das, da habe ich dann gesehen, das stimmt, was er sagt. Und der so, guck mal, ich wollte nicht lachen, du kennst meinen Charakter. Ich habe ihm das so geschrieben. Genau, du kennst meinen Charakter, ich wollte nicht lachen, aber ihr seid einfach so krass behindert. Ey, wirklich, wenn man nicht will und man lacht sich kaputt, ne, weil ihr so viel Schwachsinn erzählt. Und er dann angefangen zu rappen. Das ist das Beste, Alter. Ich verstehe das nicht, wie man sich nicht einfach eine Sekunde Millimeter schämen kann. Ja, das ist geil. Sogar noch das ist Gas. Ey, weißt du, gemacht hat, sogar wenn wir so irgendwo anders waren, so ich so, ey, der schämt sich nicht so. Der ja, ich rap auch krass. Ja. Aber ich rap besser als 90% der anderen, die ja. gerade auf dem Markt gibt. Und dann habe ich gehört, bis Georgia, Wisconsin, bis ich geweint habe. Georgia, ey, das war das, diese Zeit. Alter. Wurde so die Staaten erklärt, das ist Georgia, Wisconsin. Sagt er, hast du gesehen? Also nee, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, Leute haben mir geschrieben. Ja, Georgia, Wisconsin wird da gesagt, das ist falsch. Diese, Leute haben mir geschrieben, ey. Ja, bei den Wahlen, was ist das? Das ist gar nicht Wisconsin. Nee, da stand Georgia, Wisconsin, weil die Deutschen das irgendwie so falsch übersetzt haben. Und Leute haben mir geschrieben, ey, klär das doch mal in Georgia, dass Biden gewinnt. Ja, yeah. Georgia, Wisconsin, Alter. Ey, und ich musste wirklich dann, ich habe dem dann geschrieben. Und dann siehst du aber auch, was ich gesagt habe. Wie viel haben denn gelobt von den Leuten? Keiner. Also von den, weißt du, die. Ja, da lobt keiner. Ja, ich sag immer, und da hat auch keiner natürlich so viel Kontakt mit ihm zu der Zeit. Der hat einfach null, geschrieben. Wir hatten null Kontakt. Der hat es mir einfach geschrieben. Der so, wirklich, ey. Wir hatten uns bestimmt ein Jahr nicht mehr gesehen oder so, ne? Der so, ey, und aber das ist geil, das freut mich, ja, weil es vom Herzen kommt. Ja. Es ist von Herzen. Und dann so, ich schwöre, die Nachricht genauso. Der so, mit Herz. Ey, du kennst meinen Charakter. Ich mach mit Herz auch. Ich wollte nicht lachen, du kennst meinen Charakter. Ich wollte nicht lachen, du kennst meinen Charakter. Egal, was er gesagt hat, Alter. Ich hol ihn mit Herz auch noch. Ich hol ihn mit Herz. Ihr seid so krass. Wenn du es machst, dann mach mit Herz. Mit Herz. Guck mal, Nizar hat eben. Ich war schon immer so ein bisschen. Ja. Allerdings hat er so Sachen in mir geweckt, die ich nicht kannte. Zum Beispiel, die waren aber schon da. Ja, Alter. Ja, ja. D-D-D-D-Modus. Du kannst nur Sachen wecken, die schlafen. Ja, genau. Du das kannst, stimmt. Kannst nicht wecken. Nur neue erfinden. Guck mal, aber Nizar ist ein Phänomen. Zum Beispiel, guck mal, wir reden ganz ernst über unser Leben, über Karriere, was wir jetzt machen. So ganz ernst, wir laufen, dann gehen wir ins Restaurant und mir fällt
Mir fällt, wie heißen diese Tücher nochmal? Diese Feuchttücher. Feuchttücher. Fällt mir runter, also mit der Packung. Ja. Ich will das aufheben. Alles ernst. Ja. Schubst er mich weg und sagt, mein Bruder bückt sich nicht, wenn ich dabei bin. Bruder, wie kommt man auf sowas von? Ganz ernst, wir haben nicht gelacht, keine Faxen gemacht. Das war mit Herz, Bruder. Und dann habe ich gelacht. Und dann, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache das ja bei jedem jetzt. Das ist geil. Auch so bei Fasern und so oder bei Familie. Ich so, ey, wenn ich dabei bin, du machst das nicht. Ich mach das. Ich bin dein Bruder. Mit Herz. Mit Herz ist das Beste. Wir haben das in München auch totgereitet, ne? Dieses, ey, in München, dieses mit Herz-Thema. Ja, ja, wir haben, ey, mit Herz haben wir was da auseinandergenommen. Was hat eigentlich München gemacht? Quatsch Comedy Club. Quatsch Comedy Club, zwei Tage. Ich dachte, das gibt es nur in Berlin. Nee, das gibt es in Stuttgart, es gibt es in Düsseldorf, es gibt es in Hamburg und es gibt es in München und es gibt es in Berlin. Und wo wurde das immer aufgezeichnet damals mit dem Typ mit dem Arschloch? In München. Die mit Thomas Hermanns wurde das tatsächlich, in München aufgezeichnet? In München, in einem Fernsehstudio. Die haben das nicht im Berliner Quatschclub. Also der Berliner Quatschclub ist der originale Club. Ich dachte, da haben die es aufgenommen. Nee, ich glaube nur die erste Staffel und danach sind die nach München. Aber es läuft nicht mehr im Fernsehen, ne? Oder läuft das? Ah, doch, auf Sky wieder. Auf Sky jetzt. Ja, ja. Seit ein paar Staffeln, ja. Ja, ja, okay. Aber ich wiederholt von alt damals. Nein, neu gedreht. Da warst du auch schon, ne? Ja, ja, ich war auch schon da. Hast du moderiert? Nein, ich war in einer Show. Lisa Feller hat moderiert und drei Comedians sind ja dann immer. In der Show waren Felix, ich, Abdel. Karin. Boah, geil. Richtig geile Show. Cool, ja, da habt ihr richtig Spaß geile gehabt. Folge, ja. Ja, das heißt, Backstage habt ihr alles. Hast du ein Management, Costa? Nein, ich mache alles alleine. Warum willst du keine Prozente abgeben, ne? Ja, mittlerweile das schon. Ist ein Geier? Ja. Geier Habitus. Nein, ja, aber es ist auch viel, viel Arbeit, oder nicht? So diese ganze Papierkram, die es verhandelt. Ja, aber sagt er. Also nicht, ja, ja. Nicht auf meinem findest Level. Findest du viel Arbeit? Ja, deswegen mache ich es ja nicht. Ja, aber Bruder, guck mal, wenn dich... Quatsch, Comedy Shout Club. Shout out to Hydrun, Alter. Die macht viel Work. Ja. Wenn dich der Quatsch Comedy Club bucht. Bücht? Bücht? Bist du Türke? Okay, wie viel bücht man beim Stadt Comedy Club? Der will dich korrigieren und verkackt selber. Ja. So aber überspielt so. Ja. Try to play it off. Stadt also, Comedy Club, top, wie das heißt. Top, klar. Ja, also wenn die dich buchen, Nightwash, komische Nacht. Das ist ja so. Das läuft einfach durch. Du kriegst die nächste Anfrage, hast du Zeit? Ja, nein, fertig. Dann kriegst du den Vertrag, dann schickst du den zurück. Es läuft die ganze Zeit so. Ja, und dann kriegst du Anfragen über Solo, die nimmst du dann an oder halt nicht. Ja, aber das Verhandeln, so, mit so Veranstaltern reden. Ja, das ist ein bisschen beschissen, weil du als selber als Künstler verhandeln musst. Das heißt, du musst auch der Buhmann sein. Das ist ja das Geile bei einer Agentur. Ja. Ne? Dass du einfach sagen willst, pass auf, ich will das und das von denen. Und wenn die das nicht machen, dann das machst du. Weißt du? Ja, aber verhandeln mit Veranstaltern, wie gehst du die ran, um ein Solo zu finden, so, das ist doch viel Stress. Ich schreibe sowieso nicht. Ist das für Laktose? Nein, Sodbrennen. Ah, okay. Ich habe seit 2 Wochen extrem Sodbrennen. Aber seit 2 Wochen wirklich fast jeden Tag. Ja, da haben wir uns aber echt gerade nicht gut ernährt, Bruder. Ich schwör's dir. Ja. Das war nicht gut. Jedenfalls, am Anfang war ich den allen zu unbequem. Ja. Und schmeckt wie Marzipan. So, sorry. Ja, mach doch mal ein bisschen Werbung. Ja. Oh, also, ich habe extrem Sodbrennen, kam auch. Also, ja, wie ist es so mit Werbepartnern? Musst du da verhandeln? Gibt's sowas? Ja, klar, du musst immer wieder verhandeln. Und du musst auch selber verhandeln, weil ich das. Also, musst du sagen, ey, hör mal zu, das mache ich nicht für den Preis. Dann denkt er sich, was für ein Arsch. Der denkt genau, auch, der und du musst selber das machen. Das ist das Problem. Ne? Nicht jeder, jemand geht raus und sagt, hier, mein Künstler will das und das und das. Das ist scheiße. Bei ihm seine Verhandlungen waren früher geil. Ja, ja. Ja, ja. Ich mach's auf 50 Euro weniger. Ich will 50.000 Euro. Was? Ey, Bruder, wir sind noch Echis und so. Okay, ich komme umsonst. Ja. Sagen wir mal, die Spanne war sehr breit gefächert. Ja, ja, so. Ist auch geil, so. Weißt du was? Cheyenne, wir gehen da nicht hin. Boah, wir sind Männer, wir gehen da nicht hin. Ja? Wir sind Hunde. Ey. Wir sind keine Hunde. Ey, dann anrufen. Boah, der Arme, geht's nicht gut. Seine Shisha-Bar geht's gerade voll runter. Lass den helfen, Boah, lass umsonst hingehen und so. Ich sag, Bruder, du wolltest für 1.000 Euro nicht hingehen, jetzt sind wir umsonst. Ja, Bruder, wir machen was Gutes. Aber habt ihr das, habt ihr sozusagen recouped bei diesen Leuten, bei denen ihr so getan habt, als würdet ihr zahlen wollen und die haben euch Essen gegeben? Ich weiß nicht, was du meinst. Seid ihr dann danach wenigstens noch hingegangen? Ja, ja. Nein, das war gut. Das haben wir immer gemacht. Das haben wir immer gemacht. Ja, das ist gut. Ja, das ist ja klar. Weil, gute und schlechte Zeiten, wie bei RTL. Ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Du hast viele Freunde. Meine Mutter sagt immer noch gute Zeitung, schlechte Zeitung. Immer noch. Findest seit 80 Jahren. Willst du einen Manager diese haben? Gernas. Diese was? Gernas. Die sagt so gerne einfach. Ach so. Die liebt einfach diesen Gerner.
Die denkt auch, der ist so. Da ist das der Einzige ist, der von Anfang an dabei ist? Der einfach immer der Böse ist. Ja, ich weiß, wer das ist. Das ist der, wo immer Fitner macht. Ja, genau. Das ist der Original Fitner. Ja, das ist der Fitner-Macher bei GZSZ. Ja. Der macht richtig Fitner, Alter, bei jedem. Stachler. Was sollst du gerade sagen mit Manager? Ich wollte sagen, aber guck mal, wenn du größer wirst, bist du ja gezwungen, Management zu machen, ne? Ja, würdest du da jemanden aus eigenen Raum reinholen, so diese Cousin-Manager? Oder würdest du wirklich einen professionellen holen? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Das geht ja, irgendwann brauchst du ja auch die Connections. Ich sag mir jetzt zum Beispiel. Bei Felix ist sein Bruder nur, ne? Sein Bruder ist der Manager, ne? Nee, er hat eine Managerin. Echt? Ja, ja, er hat eine Agentur und sein Bruder ist sein Tourmanager. Ah, okay. Ah, okay. Ne? Und macht den, der macht auch noch andere Sachen. Der macht die Kollektion, der macht ja so ein Modelabel, Merchandise und sowas, das macht er. Okay. Aber ab einem bestimmten Level willst du auch mit dem Scheiß auch nichts mehr zu tun haben, umso größer du wirst. Ja. Ne? Aber diese Frage stellt sich jetzt gar nicht, weil ich musste es alleine machen, weil ich war denen irgendwie zu unbequem. Und dann haben die gesagt, was ist das für ein Typ? Der war mal Rapper, jetzt denkt er, der ist hier der Ami-Stand-Upper, was weiß ich, bla bla bla. Ne? Und was will der eigentlich? Als dann die ganzen Aufträge von allen automatisch reinkommen, sagt natürlich jede Agentur so, ey klar, nehme ich das Geld mit. Weißt du, eine Agentur will sich ja immer breit aufstellen. Die will ja immer so, es gibt eine Show, was braucht ihr? Das und das und das. Okay, pass auf, wir geben euch mal unsere Frau, wir geben uns euren Kanacken, wir geben dir den Deutschen und wir geben euch den noch, der Musik macht. Ja, genau, ja. Weißt du, damit sie an so viel verdienen wie möglich. Ja, ja. So will eine Agentur aufgestellt sein. Ich wollte aber immer eine Agentur, der zu mir kommt und sagt, das, was du machst, das ist asozial krass. Dafür, also wirklich, ich will allen Leuten, ich will, dass alle Leute das verstehen, was du machst, dass es krass ist. So einen will ich. Also wenn so eine Agentur zu dir kommen würde jetzt, wenn die das sehen, kommen, dann hättest du ein offenes Ohr für die. Selbstverständlich, ja. Okay. Klar. So. Aber nur zu partizipieren an Sachen, die sowieso bei mir laufen, weißt du, wenn er nichts macht, der soll ja Geld verdienen. Alles, was er bringt, soll er verdienen. Mit Herz. Mit Herz auch noch. Wirklich, mit Herz auch noch. Aber nicht das, was sowieso läuft und sagt, ja, ich bin jetzt deine Agentur und die Anfragen sollen jetzt alle nur zu mir kommen und ich streiche mir jetzt deine 20% ein, die sowieso jeden Monat reinkommen. Was soll denn das? Warum soll ich das abgeben? Dicker, ich verdiene sowieso nicht so viel. Ja? Für Rolex reicht's, aber... Ja, wollte ich gerade sagen. Für Rolex reicht. In guten Zeiten spielst du schon so 15 Mal im Monat, ne? Ja, ja. 20 Mal? Gott sei Dank. Ja. 15 nein, Mal nein. Im Monat? 10 bis 15 Mal. Ja, ja. Das ist schon ordentlich. Ja, ja. Und ich spiele kein Solo, ne? Ganz selten. Das sind nur Mixshows. Ich spiele nur Mixshows. Ne? Okay. Ich habe so, was weiß ich, jedes halbe Jahr habe ich zwei Solos oder so. Also könnte ich auch einfach auf einer Mixshow auftreten oder hat man schon gewisse... Ja, nee, du musst schon so ein Standing erreichen. Du musst irgendwann, müssen die sehen, dass du die guten 15 Minuten, die erarbeitet hast. Okay. Wenn ich jetzt sage, ey, weißt du was? Gehst zum Open Mic, du hast deine ersten 5 Minuten, damit trittst du ein paar Mal auf, machst die rund, dann machst du daraus 10, dann machst du daraus 15 und wenn du die richtig gut drauf hast und einer hat es gesehen, hast ein paar Videos, schickst die ein bisschen rum, dann wirst du gebucht. Okay, wenn ich jetzt sage, ey, guck mal, ich habe sowieso Connections, ich habe die Möglichkeit, einfach selber eine Stand-Up-Comedy-Show auf die Beine zu stellen. Ja, so passiert es ja auch oft. Leute, die keine Jobs bekommen, machen selber eine Show. Ach so, dass sie überhaupt eine Bühne haben. Ja, das ist ganz oft. Jetzt verstehe ich. Die machen diese Harakets. Ja. Ah. Ja, und dann moderieren sie diese Show, obwohl sie noch nicht mal moderieren können. Ja, aber, also aber anders. So guck mal, das ist was Gutes, weil sonst lernst du es auch nicht. Also es ist eine Selbstinszenierung. Naja, was willst du machen? Du willst Stand-Up machen, du wirst nicht gebucht. Das Einzige, was du kannst. Die wollen ja immer wie im TV. Ja, was gibt's von dem? Du willst doch erst einmal rein, damit du was zeigen kannst, aber die wollen schon vorher was sehen, so total dumme Lungen. TV ist wie die Clubzeiten. Guck mal, du willst auch... Stammkunde. Ja, wie will ich Stammkunde werden, wenn ich nicht reinkomme? Ja, genau. Ja, genau. So. Diese komische Doppelmoral ist es, ja. Aber das Problem ist ja, dass du... scheiße, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte eigentlich was Schlaues sagen. Ja, mit der Inszenierung. Du willst Stand-Up machen. Ja. Und du kannst nicht, deswegen machst du deine eigene Show. Genau. Und du kannst nicht lernen. Ja, man sagt ja auch immer so, wenn du zu früh ein Solo hast zum Beispiel. Ne? Da kommen dann 20 Leute hin, keiner kennt dich. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Du baust dich aber auf. Du bist nicht bereit. Das heißt, du musst dafür sorgen, eigentlich musst du die Größe haben und die Geduld zu wissen, wann bin ich dafür bereit, wenn was kommt. Wenn dein Fernsehauftritt kommt, die bieten dir das an. Du bist zum Beispiel was Besonderes. Ja? Du hast AIDS.
Nee, sagen wir es mal so. Du bist eine schwarze Frau mit Kopftuch. Du bist eine schwarze Frau mit Kopftuch, die Comedy macht. Ja, Dicker, ey, der hat doch AIDS. Nein, du bist was Besonderes. Der hat AIDS. Ja, das ist nichts Besonderes, Bruder. Ach, Mann, Bruder, lauf mal übers Bahnhof, bitte. Pass auf, du bist eine schwarze Frau mit Kopftuch, die Comedy macht. Du hast deine guten 7 Minuten. Und alle sagen, boah, Alter, die erfüllt alle Randgruppen. Wir haben alles in einer, wir haben alles in einer Show. Ja. Die buchen dich, du machst 10 Minuten, du hast aber nur gute 7. Du bist gar nicht dafür bereit. Das heißt, du musst eigentlich die Munition so krass haben, bis dieser Punkt kommt. Da musst du eigentlich die Größe haben, dass du sagst, nee, ich warte noch, ich bin noch nicht krass. Wartet noch ein Jahr und dann bin ich krass. Wie bei Wettbewerben. Geh nicht zu einem Wettbewerb, wenn du den nicht gewinnen kannst. Geh vorher nicht dahin. Ja. Du musst also willst selber du den Zuschauern jetzt sagen, wenn sie einen Traum haben bei DSDS, geh erst dahin, wenn du der Krasseste bist. Oder wenn du eine schwarze Frau mit Kopftuch bist. Ja. Oder wenn du AIDS hast. Oder AIDS, weil das ist was Besonderes. Ja, weil dann könnte ich ja. Du kannst hingehen. Ja, ich kann hingehen, weil dann die Fragen. Also an alle Leute, die AIDS haben, fühlt euch gedrückt. Ja. Ihr seid was Besonderes. Ja, weil bei DSDS. Ja. Die ersten sind schon geheilt. Guck mal. Ja? Ja. Aber das sagen die uns nicht. Guck mal, bei DSDS, die fragen dir, ja, hast du irgendeine Geschichte? Und so kommst du ja weiter. Und dann kannst du sagen, ja, ich habe AIDS. Und ich singe heute diesen Song für alle AIDS-Kranken. Okay, an euch beide. An euch beide. AIDS-Kranken. Ich will den Sprecher. Der wollte den Podcast nennen. Die AIDS-Kranken, das war so geil. Nisa und Schein, die AIDS-Kranken. Das ist so geil. Und er hat mich angemeldet. Bitte lass uns den Namen nennen. Er sagt zweimal hintereinander. Das ist so geil und keiner versteht. Ich feier das. Weißt du, so ein geiler Sexman. Costa, weißt du, was er zu mir gesagt hat? So, bitte Schein, wenn du mich liebst, bitte. Nimm mir den. Ich sag, bist du krank? Nein, das geht nicht, aber guck mal, wie geil das wäre. Weil der so, was ist deine Begründung? Die Leute fühlen sich angegriffen. Dann sag ich, ja, aber ich mach mich über die AIDS-Kranken doch nicht lustig. Der ist so, ja, was sagst du, wenn jemand sagt, warum heißt die AIDS-Kranken? Dann sag ich einfach so, weil das geil ist. Ja. Die AIDS-Kranken. Das ist so wie die Tupac-Fans. Ja, das zieht. Die sind einfach Fans. Stell dir vor, jemand sagt, was ist dein Lieblingspodcast? Ja, die AIDS-Kranken. Nur für diesen Gag. Ja, der will nur für den Gag. Nur für diesen Gag. Du weißt es ja nicht, versteht. Er hat wirklich mit mir diskutiert. Ey, bitte, komm. Bitte. Ja, ich sag dir, weißt du was? Du kannst dein Leben lang wegen Podcast alles sagen. Ja. Ich will nur den Namen. Ja, ich sag, hör auf, das können wir nicht machen. Der so, ey, guck mal, stell mal vor, lass dich auf der Zunge. Er hat so diskutiert, ob der was Krasses macht. So. Ja. Lisa und Schein, die AIDS. Das mit diesem Ding zu verkaufen. Ja, die AIDS-Krank. Und ich sag so, das geht nicht, Bruder. Wir haben eine Vorbildung. Und ich sag so, Bruder, wie catchy kann ein Name sein? Ja, der Name ist genial. Ja. Ich bin immer okay, pass auf, jetzt ist meine Frage. Ihr seid zwei geile Sänger, okay? Ihr seid zwei geile Sänger. Wir sind geile Sänger. Okay. Ich scheine ein bisschen besser. Aber ihr seid zwei geile Sänger, das weiß ich. Auch in Englisch. Brillant. Ihr kriegt die Chance bei den Blind Auditions von The Voice. Was singt ihr? HIV. Mein neuer Song. Ich sing. Was singen wir? Was singen wir, Schein? Somebody got HIV. Zusammen oder als Solo? Ja, nee. Ihr seid Solo. HIV, kein Duo? Nein. So wie Sam und Dave? Nein. Okay. Ich würde Dinge Sam singen. Und Dave, kein Mensch kennt die. Doch, es gibt einige, die kein Mensch kennt. Doch, ich kenne die auch. Kein Mensch, aber der hat recht. Ich meine, es gibt 100 Duos, die man sagen kann. Ja, ich sage jetzt Sam und Dave. Von 1950 alle. Guck mal, es ist doch immer Sonny und Cher. Ja. Sam und Dave. Ja, guck mal, ich sag immer, das ist wie bei meinen Gags auf der Bühne. Ich mach immer Jokes, die so 3 Leute verstehen. Ich kann mich erinnern. Limited. Der ist so dreckig. Das war in der ersten oder zweiten Podcast-Folge. Das ist auch erniedrigend. Ich mach irgendwie so einen Witz. Ja. Nerdwitz mit super Nerd und so. Ein Nerdwitz, den keiner verstanden hat. Weißt du das noch? Ja. Das war so geil. Ey, was ich jetzt sagen wollte. Sam und Dave. Hey, du hast recht. Das sind die unbekanntesten. Du machst es auch immer bei Filmen. Ja. Ja. So Vergleiche. Beispiel, ja. Hier sind Vergleiche. Ey, das ist so voll wie bei, dann nicht irgendein so Film. Robocop 2. Ja, das habe ich immer früher, gesagt, wenn mich Leute gefragt haben, was dein Lieblingsfilm, um die abzufacken, habe ich immer gesagt Robocop 4. Den gibt es gar nicht. So scheißegal. Aber der vierte Teil von irgendeinem Film. Kennst du Independence Day 2? Independence Day 2. Der Sexmensch. Sexmensch. Der geile Sexmensch. Okay, was singt ihr? Ich will für Schein aussuchen. Ich würde Ding singen. Informer. Informer. Das wäre mein Traum. Informer. Blind Audition. Schein Informer. Ich schwöre, du kommst weiter. Ich schwöre, bei den ersten 2 Wörtern, die nicht stimmen werden, habe ich Passer.
Ja, du kommst weiter, wenn du den Form machst. Ich würde Whitney Houston I Have Nothing geben. I Have Nothing. Ja. Take my eye. Das willst du sehen. Ja, das ist gut. Das finde ich auch gut. Oh, oder Gangsta's Paradise. Ja, Gangsta's Paradise. Most du kannst, weißt warum Gangsta's Paradise ein gutes... Pastime Paradise. Ja, weißt du, warum das... Singt einfach ja, das Stevie wieder. Ja, weißt du, warum das eine gute Darstellung für seine Skills wäre, Gangsta's Paradise? Weil er kann die Parts rappen und die Hook singen. Ja. Er zeigt so... Zeigt die Bandbreite. Ja, zeigt die komplette Bandbreite. Er deckt so beides ab, dass die dann sagen, ey, der ist krass. Mann, oh Mann, ey, vielleicht ist Cheyenne so wie Björk. Der blinkt immer ENT, immer A. Guck mal, vielleicht ist Cheyenne wie Björk. Das ist so, so abstrakte Kunst. Nee, wir dass die, das, ja. Ja, aber nee, dass die Jury das auch peilt. Dass sie sagen, ey, das ist fantastisch, was der da macht. Ja, klar. Das wird so. Das wird sein, ey, guck mal. Kein Ton ist der da. Der AIDS-Kranke Typ ist geil. Der AIDS-Kranke. Ja. Mhm. Ja. Der AIDS-Kranke, das ist schön. Ey, ich habe jetzt aber noch eine Frage. Die AIDS-Kranke. Weil dann müssen wir in die nächste Folge, ne? Ja, okay. Eine Frage, die will ich aber jetzt wirklich sachlich erklärt bekommen, ne? Ja. Ich stelle mir das jetzt so vor. Ich bin jetzt ein Zuschauer, ne? Weil ja. Ich habe mit Stand-Up ja nichts am Hut. Ich kenne viele Stand-Upper. Einige sind lustig. Ja, aber du kennst sie ja auch privat. Also ja, ja, auch viele privat. Ja, ja. So. Ihr hattet ja auch ich kenne viele Stand-Up, einige sind lustig. Ja. Das ja, ist auch, ihr habt ja auch ein den unnötigsten, Roast. Ihr habt ja auch den unnötigsten Gast schon gehabt. Den haben wir. Ey, das ist schon asozial. Er kostet, der hat richtig Ahnung von unserem Podcast. Ja, er kennt alle Gags. Mann, ey, ich bin richtig drin. Ja, der unnötigste Gast war ich kenne jede Folge. Echt? Ja. Ich habe jede Folge gehört. Na, aber nicht alle. Nicht naja, alle. Wahrscheinlich habe ich die vergessen, aber ich habe alle gehört. Ja? Oder ich habe die gehört, klar. Jede Folge. Kannst durchscrollen, alles grün. Wirklich. Hast du auch die Folge mit dem Rollstuhlfahrer, mit den Lehrerinnen, mit den Zähnen? Alter, boah, Alter. Alter, wie heißt die nochmal? Frau, wo du gesagt hast, du eine Lehrerin, der kennt dich. Ich darf nicht sagen, der ist nicht witzig. Die ist vom Pferd gefallen. Okay. Natürlich kenne ich die. Ja? Ja, ich kenne alle. Kennst Folgen. Du die mit der Triangel? Die Versus. Ja, da habe ich schon ran. Aber ey. Wo der sich so totlacht und dann sagt er auf einmal, hat er keine Luft gegessen. Unnötigste Folge. Welcher 46 Schiri kann das 45 Minuten. Welcher 46 Schiri läuft mit der Triangel rum. Oder mit dieser Ecke von der Triangel. Ja, warum ist der auf? Und ich so, wenn ich so kurz die Schiri. Das war auch geil. So wie mit oder Danny das, Berry und Nuffy Samurai. Ja, Les Nuffy Samurai. Ey, das ist auch das ist ein geiles Trick. Oder das Dance of Washington, nee. Frank Lucas versus Ethan. Ey, das war das Beste. Den Gag hat aber keiner gepeilt. Hat keiner gepeilt. Der ist so deep. Ich sag so, wir reden so über Tom Cruise gegen Denzel, ne? Und ja. Ich sag, der so, ey, was für Tom Cruise, ne? Und dann sagt der, Denzel Washington, der ist krass. Guck mal, American Gangster. Was für ein Film, ne? Moral, dann, Werte. Ja, so, dann sag ich, der American Gangster gegen Mission Impossible? Der so, ja, warte, Mission Impossible. Sag ich, Junge, Ethan Hunt? Der so, Bruder, Ethan Hunt, Ethan Fuß, Ethan Kopf. Das ist mir doch egal. Da bin ich aber auf seiner Seite, Alter. Ich finde, American Gangster ist bei weitem nicht sein bester Film. Nee, das sagt ja keiner. Aber ist ein geilerer Film als Mission Impossible. Aber als du die, niemals. Ey, aber als du die aufgezählt hast, Alter, da habe ich gedacht, na, Baba, Alter. Ja. Ey, er hast weiß da ganz gedacht, genau. Hast du da gedacht, ja. Denzel ist schon der King? Nein, aber ich, also er hat sich dann geoutet als Fan und ja. Er konnte das auch einfach belegen, weil ja. Er... Weil obwohl er am Anfang dachte, scheiße, du hast gesehen, bei den ersten zwei Namen hat er noch so gestruggelt und dann kam er aber durch, dann hat es rausgeschüttelt, der. Gegen jede Regel, der hat wirklich alle geilen, John Q hat er noch, ich so, Alter, den hat er ja auch noch gemacht, Was ein geiler. Ey, John Q, das ist auch diese eine legendäre Satz. Bruder, ich hab geweint bei dem Film, der super Film, hab ich im Kino gesehen. Geweint. Was ich jetzt fragen wollte. Ich hab Break-In im Kino gesehen. Echt? Ich auch. 1980? Eins. Und du hast, was ist diese Breaking mit Turbo und Ozone? Mit dieser Wesenshilfe. Oh, ey, das war so geil. Ich verstehe das nicht. Das ist dieser Song von Al Green. And it's all I need is to get my boogie down. Mit Van Damme. Ja, Van Damme ist auch in dem Film. Seine erste Rolle so, Erste Rolle mit Radlerhose. Mit Tom Poe, der ist neben dem. Der so Nefri. Ist auch überall. Ja, der so Nefri. Einfach Statist in so einer Tanzszene, Alter. Die tanzen auf der Straße. Um die rum sind so Leute und dann siehst du einfach Van Damme und den anderen. Ey, Van Damme war jetzt in deiner Family Guy-Folge, ne? In der letzten Staffel Family Guy. Hat er selber gesprochen? Nein. Die haben einfach die Szene von Kickboxer reingeschnitten, wo der so geil tanzt, wie Michael Jackson und Beat It. Wie der da tanzt, wie witzig das ist, Alter. So. Jetzt kommen wir zur Frage. Wir lenken immer ab. Kommen wir zur Frage. Ich habe Angst vor dieser Frage. Nee. Ich bin jetzt Stand-Upper. Er hat also noch gar nicht gesagt, was er singen würde, ehrlich gesagt. Stimmt, das muss ich noch beantworten. Das beantworten wir.
Mach schnell, dann fange ich an mit der Frage, dann hören wir auf. Irgendwas von Backstreet Boys. Eine genannte. I want to leave. I never need you, need you now. Love is all I have again. Dass du das genommen hast. Das war ein Deep Cut. Love is all I have to give. Without you, I don't think I believe. I wish I could give the world to you. Geiler Song, super Song, dass du den genommen hast. Du bist King. Ich bin immer großer. Ich fand immer NSYNC immer besser. Warum? Ich fand die beiden Sänger besser. Aber nicht insgesamt als Kollektiv. Das weiß ich nicht. Nein, mehr. Weil die anderen drei von NSYNC waren aber nicht. Aber ich fand die Songs besser. Ich finde mehr Songs besser von NSYNC als von. Sicher? Nein. Ja. Nein. Ich zähl dir auf. Ich bin mir sicher. Okay, Bruder, guck mal. Aber du kannst aber mich nicht ja überzeugen, seine doch, ich kann dein Geschmack. Ich kann dich überzeugen. Okay, Bruder. Soll ich sagen, warum? Weil bei vielen NSYNC-Fans, die ich ja selber auch feiere, ich finde ja, okay, das ist natürlich, aber das ist ja kein NSYNC. Vielen Fans, die haben diese drei Songs im Kopf und nehmen immer die als Bilanz. Aber wenn du dann Backstreet Boys aufzählst, dann fällt dir auf, die gefallen von den Songs von Backstreet Boys, gefallen dir 32 Songs. Yeah. Und von NSYNC gefallen dir nur 5. Okay, das kann und sein, aber die 5 sind auf Platz 5. 1 bis 5. Ja, das stimmt. Aber es ist dann kein Vergleich, wenn der eine 32 geile Songs gemacht hat und der eine nur 5. Okay. Das ist mein Argument. Girlfriend, Gone. Bruder, lass mich mit Backstreet Boys anfangen, dann zersäge ich hier. Bruder. Aber das sind aber Bretter. Ja, die Backstreet Boys Songs sind auch. Das erste Backstreet Boys Album ist Killer. Oh, no, the specials got it. Come on up, everybody. We've got it going. Go, du setzt direkt ein. Ist nicht besser. Du liebst das aber. Aber, guck mal, wie heißt das? Get erste? Down, anywhere for you. I go anywhere for you. Finde ich gut. Ja, ja. Und dann denkst du. Ja, ja, du hast keine eigene Meinung. Ja, das ist keine eigene Meinung. Nein, doch, aber ich finde es zu. Schämst du dich, wenn du bombst? Ich bin homoerotisch. I'll never break your heart. I never break your heart. As long as you love me. Ja. All I have to give. Ich mag die ja. More aber, than that, Shape of My Heart. Aber I Want You Back von NSYNC ist auch einer meiner Lieblingssongs. Ja, der ist halt zu stark. Den mag ich nicht. Was? 1, 2, 3, Ewald. Wieso nicht? Du bist echt out of touch. You are mine. Von NSYNC? Ja, yeah. I Want You Back. Alter. Magst du nicht? Ist es I Want You Back ist das erste? Oh, yeah, I Want You Back. Das ist back. Der beste Song. Ja, sag ich doch. Ja, ich hab gerade Backstreet Boys. I Want You Back, dann Tearing Up My Heart. Tearing Up My Heart. Ja, genau, mit dem Move. Dann Here We Go. Then Here We Go. Dann For The Girl Who Has Every... Yeah, for The Girl Who Has Everything. Das kennt aber keiner. Girlfriend, Gone. Ja. Girlfriend Remix oder normal? Mit Nelly. Der normale finde ich besser sogar. Ich finde mit Remix geiler. Nee, die kommt auch. Da geil rein. Ja. Magst du. Be my lady. Magst du das zweite Album von NSYNC, was so keiner kennt? Wo Dings drauf ist. Guck mal, Pop. You drive me crazy. Why are you messing with my Pop. Mind? Das war dann, wo die dann so Dirty Pop. Dirty Pop. Wo Justin noch so mit einer Seite sagt: Sick and tired of hearing all these people talk about. What's the deal with this pop life? And then you're gonna fade out. Then you got to realize. We're not a melody, we're gonna do it. Saal. Ja, sehr. Aber kommen wir zu deiner Frage. JC, Bruder. Ja, ist der krasseste Sänger von allen. Aber auch so von allen. Mittlerweile nicht mehr. Justin hat schon richtig aufgeholt. Nein. Auf seinem Album. Gesanglich nicht. Nein. Gesanglich nicht. Hast du nicht gesehen, wie der bei dem Super Bowl abgekackt ist? Erst in beiden Alben von Justin. Sind Klassiker, musikalisch. Sind wir reden aber von. Die ersten zwei Morde von Ted Bundy waren auch krass, aber danach hat er auch abgelegt. Nein, keiner von uns sagt, der JC hat bessere Musik gemacht. Wir reden gesanglich. Wenn beide jetzt so hier und jeder muss so singen. Aber guck mal, er tötet ihn. Also ich finde Adrian Boyupi stärker als JC. Ja, Adrian ist ganz krass. Brutal, auch auf Baustelle. Pass auf, aber guck mal, aber die ersten beiden Justin Timberlake-Alben sind gesanglich und top-notch. Ja, super krass. Deswegen sage ich. Aber was hast du JC so laufen gehört? Das kennt keiner. Nee. Boah, das ist wie dieser Jordan Knight, Bruder. Ja, wie dieser Jordan Knight. Jordan Knight, aber dieser erste Solo-Single fand ich geil. Dieses Baby, you know, I'ma give it to you. Ja, aber es ist richtig. Auf dem richtigen 90s-Video, auf diesem Rummelplatz mit der Choreo. Ja, so. Ja, das ist stylisch. Voll geil. Mein erstes Konzert ever. Was? New Kids on the Block. Nein! Doch. Hast du die zur Prime gesehen? Ja, zur Prime. Nein! Doch. Wie war's? Doch, meine Nachbarin wollte mit ihrer Schwester und ihrer besten Freundin zum New Kids on the Block Konzert. Und ihre Freundin ist krank geworden. Und dann hat die mir gesagt, ich habe noch ein Ticket. Kommst du mit? Und ich so, safe, Alter. Geil. Hast du gesehen? Und dann, Step by Step. Er kam raus, direkt Donny, richtig outfitted out, kam raus so, no more games, boy. So what you saying? Ja, this beat the beatness, Kastani and playing. Ich war so 14.
Ja, Mann, das ist Alter, der Scheiß. Oh, baby, gonna get. Haben die auch Tonight und so gesungen? Klar. Alles war. Klar, aber zweite Lied. Wo war das? In Hannover. Hannover. War es voll damals? Ja. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sauvoll groß die waren. Sauvoll. Richtig krass. Okay, jetzt kommt die Frage von Shine. Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Echt? Aber das Thema war geil jetzt. Das war geil. Alright, alright. Ich 17 waren auch tight. Die haben geile Songs gemacht. Brian Harvey, gute Stimme. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ich bin draußen. Ich will jetzt. Also, ich will das mal verstehen. Ihr redet von Bomben. Jetzt kann der eine oder andere sich da draußen denken: Hä? Die nehmen doch ein Material, was sie sich aufschreiben und immer wieder üben. Ja, irgendwann hast du es ja drauf. Du weißt genau, wie du mit dem Publikum umgehst. Ja, aber das erste Mal? Nee, ich rede davon, du bist schon gut dabei. Okay. Gute, du hast ein fertiges Bit, was funktioniert. Genau, das fertige 15 Minuten. Saubere 15 Minuten, die sind rund. Ja. Die kannst du im Schlaf. Sagst du Minute 8, bam, ja, alles. Zack. So, du bist eingespielt, hast es drauf. Dann kannst du ja immer noch bomben. Ja. Also ist es ja. Einen schlechten Tag mit schlechtem Publikum. Darauf will ich hinaus. Theoretisch kannst du ja machen, was du willst. Wenn das Publikum dich in dem Moment nicht sympathisch findet, ja, kannst du den besten Bit haben oder die besten 10 Minuten der Welt. Ja, weißt du, wirst bomben, du kannst oder? Es schon zurückkriegen. Du kannst sie schon. Ja, wenn du gut genug bist und Erfahrung hast, kannst du die zurückkriegen. Ey, ich habe mir schon Sachen erlaubt am Anfang. Du kriegst sie wieder. Du kriegst sie wieder. Was sagst du? Und das merkst du. Bei ihm merkst du das auch. Er hätte das vor Jahren wahrscheinlich auch nicht geschafft, was im Jesse James passiert ist. Ja, weil da manche Sachen auch nicht funktioniert haben. Aber er hat sie immer wieder zurückgeholt. Und das heißt, zum Beispiel, du musst dein Zeug vertrauen. Kann ich nicht so erklären. Ja, aber es ist ja voll, es variiert ja auch voll. Weil das eine funktioniert da nicht, da musst du sie mit dem Zeug holen. Und bei dem anderen denkst du so, ey, das war doch sicher, hä? Ja, das war mit Jesse ein paar Mal passiert. Wo ich dachte, ey, der ist safe, wieso funktioniert das? Also du meinst, safe, damit, jetzt wird gelacht. Ja, das weiß ich. Keiner. Ja, ja. Und das holt dich aber voll raus, weil du denkst, fuck. Und das liegt manchmal wirklich nur, manchmal an einem Wort, das du veränderst. Ja. Der hat manchmal schon gesagt, Sympathie am Anfang, ne, weil du irgendwie so dieses, jeder Comedian denkt immer am Anfang, er muss irgendwas sagen, bevor er anfängt. Wie? Weißt du, keiner kommt rein und fängt mit seinem Bit an. Direkt. Das machen ganz selten so Leute, dass sie sagen auch nicht. Die gehen raus, nehmen das Mikro. Also ich bin gerade mit dem Taxi hergefahren und der Taxifahrer, das macht keiner. Der sagt jeder redet so, erstmal, hey, hi, so, Wiesbaden, wie geht's euch? Alles sicher. So, und dann manchmal sagst du, machst du dann irgend so einen Gag, der dir so gerade spontan einfällt und der kann es auch machen, dass du auf einmal entweder voll gewinnst, wie bei mir mit dem Douglas. Ja, der hat voll gewinnt. Ne? Weil danach hätte ich alles machen können, egal. Ja, ne? die haben mich getragen. Was ist, wenn du reingehst und sagst, ey, hör mal zu, ich steck mir gerne Röhrchen in die Penisspitze rein. Ja. Als allerersten Satz. Bestimmt einen im Publikum wirst du begeistern damit, aber. Es kann sein, dass es aber ankommt, weil die Leute sagen, das ist krass. Nein, ich denke nicht, das ist zu abstrakt. Du weißt doch, Stand-up ist unlustig. In Deutschland. Ja. Na, in Deutschland. Deutschland. Du musst unlustige Sachen. Du musst reingehen und sagen, rausgehen und sagen, hey, hör mal, ich fahr im Zug. Ja. Und dann kommt er da zu mir und ich denke mir, boah. Und dann lacht hält mich der Polizist an und sagt, Papiere, da sage ich so, wenn ich Schere mache, gewinne ich dann eine Missgeburt. Das ist echt immer das Beste, ey. Wenn du so Leute auf der Bühne siehst und die haben so einen Witz so auf sich gemacht, so, weißt du, ich fahr da rum und dann kommt der Polizist und hält mich an und dann sag ich zu ihm, hier, mein Freund. Nee, Alter, wenn dich der Polizist einhält, dann sagst du so, ja, alles klar, so bist du. Ja. Und nicht so, ja, wenn ich Schere, Stein, Papiere. Junge, krass, ja, ne? Alle sind krass auf der Bühne, ey. Weißt du, ich habe ihn ja kennengelernt auf einem Stand-Up-Auftritt. Ja. So habe ich ihn ja kennengelernt. Da warst du Costa auch, da hast du auch Costa das erste Mal gesehen, das weiß er aber nicht. Ah, krass. Das war Comedy Connection in Frankfurt. Oh ja. Im Karls Club. Clarkson oder Carlson. Ich weiß ganz genau, wo das ist. Ja, und da habe ich ihn kennengelernt. Im Bahnhofsviertel. Genau, da habe ich ihn kennengelernt. Genau, weißt, da hatte ich zwei Auftritte an dem Abend. Da musste ich da direkt weiter. Ja, ich weiß. Da bist du auch. Weißt du, wie der mir aufgefallen ist? Weil der war einfach anders als die anderen. Die anderen waren alle so abgelesen. Der ist kaputt. Weißt du, guck mal, erstens, ich fand den am Anfang auch so ein bisschen unsympathisch. Aber ich sag dir, warum. Komisch eigentlich. Nein, weißt du, warum? Weil er eigentlich voll sympathisch. Nein, ich fand ihn komisch, weil er zu viel Scheiße erzählt hat. Guck mal, ich kannte ihn ja von seinen Videos. Seine Videos waren immer jeden Tag bei mir auf Facebook. Ich hatte keine Chance, den nicht zu sehen. Ja, das war bei mir genauso. Ich konnte nicht genauso. Immer so. Ich schwöre, Freunde haben mich bombardiert auf WhatsApp. Immer so. Ich dachte, wie viele Witze-Videos hat der Motherfucker, Alter. Ich schwöre, am Anfang habe ich den noch gehasst, weil er nach jedem Witz sich selber totgelacht hat. Ja. Ja, immer noch. Und auch immer die Wörter, die letzten Wörter schluckt er immer, dass du zurückspulen musst. Ja, das ist der Trick.
So, jedes Wort am Ende, du machst so, ja. Was hat er gesagt? Scheiße, zurück. Auf jeden Fall war der so, ich war draußen und ich kannte ihn nur so, er hat auch Hallo gesagt zu allen und so, aber dann sagt er so einfach, ja, ich bin Deutscher, ich seh so aus und fängt an, richtig Müll zu erzählen, richtig. Und ich so, was labert der für Scheiße, der Typ, Alter. Und dann, ich setze mich da rein und einer, also am Anfang, der war unlustig, glaube ich, zweiter, war so ein. Also an dem Abend war Costa da, Salim, Benaisa hat moderiert, Khalid. Ah nee, Salim ist gar nicht gekommen. Nein. Ich, Khalid. Doch, der war da. Ja, ist er noch aufgetreten? Das weiß ich nicht. Ich, Salim, Benaisa, Khalid. Da war so einer, der sah aus wie so ein Obdachloser vom Bahnhof. Ja, das war Salim. Ja, ja, das ist Salim. Ja, das ist Salim. Oh, hat er dir noch deine Unterhose geklaut? Yes. Nee, das war so ganz, also, so ganz große Hosen. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich hinaus. Er ist mir da aufgefallen, weil der einfach anders war. Ja, ja. Der war einfach anders und da habe ich gesagt, ey, den feiere ich. Mhm. Und den kannte ich. Ich wusste nicht, dass er Stand-up macht und so, ne? Aber du kanntest die Jokes schon. Ja, der wusste, wer ich bin. Ja, klar, wir haben uns vor der Tür kennengelernt. Die Witze kannte ich, ja. Ja. Okay. Und da habe ich draußen noch ein paar andere Leute kennengelernt. So, wo ich dann dachte, okay, das geht ein paar tausend Kilometer in eine andere Richtung. Ja, oder und, vielleicht als unnötigster Gast auch. Ja, oder so. Unnötigster Gast. Und ja. Also sicher. Ich würde mal sagen. Kleines Boysie, ja. Wir gehen mal eine Pause machen. Wir gehen mal ein bisschen in die Garde hier. Ah, sicher. Ich würde sagen, dass du einfach mal deine Infos mal raushaust. Wann du wieder ungefähr auftreten kannst, Alter, hast du schon das große kann ich Infos. Wirklich nicht sagen. Weißt du gar nichts? Nee, ich aber weiß nimm ja deine Social Media Sachen, ja. Damit ihr die folgen. Ja, ey, ihr könnt mir auf Instagram folgen, sehr gerne. Und auf Facebook. Und auf Facebook. Hast du noch Facebook? Ja, ich habe noch Facebook-Likes. Hast du Twitter? Nein. Ey, warum hat keine Twitter von uns? Ich habe mir einen Account gemacht, ich habe aber noch nicht benutzt, aber ich glaube, das wäre mein Ding, weil so scheiße reden und so Leute angreifen in so kurzen Sätzen. Ja, machst du ja ansonsten auch schon Social Media Plattform. Weißt du, es ist so eine komische Blase, in der du denkst, dann hast du auch Tweeten auf einmal, heißt ja, ist ja was. Wenn man da schreibt, ja. Nee, was genau. Ist Tweet? Vogel, ne? Nee, zwitschern. Zwitschern ist Tweet. Der, du von einem Zwitscher. Ja. Und Twitter ist Zwitschern. Schreibst da drei, vier Sätze oder auch aber einen das Satz. Sind, aber das sind kreative Gags. Leute. Ja, du testest da eigentlich Gags. Also guck mal, ich habe versucht, mich ja so reinzuleben bei Twitter. Ja. Ich lese so. Und ich war jetzt bei Vincent Pfefflin, heißt der. Ich bin zufällig auf seinen Twitter-Account gekommen. Ich lache mich oft kaputt, weil der schreibt richtige Scheiße. Ja, El Hotzo ist auch Killer. Wer ist El Hotzo? El Hotzo ist ein YouTuber, glaube ich. Okay, kenne ich nicht. Aber Vincent super, auf Twitter super, ist geil. Super meinungsstark. Ey, der hat super gute Tweets. Ja. Ja. Mir ist es zu stressig, die ganzen Hashtags, und da kriegst du dann so komische, so in der Blase halt so Shitstorms, denkst, das wäre die Welt für dich, die Welt bricht zusammen und dann guckst du raus und dann. Aber Twitter ist schon geil, weil ich bin verbal einfach Heavyweight-Champ, Junge. Ja, aber das ist ja auch genau dein Ding. Da kannst du auf jeden Fall Jokes testen. Ja. Safe. Ja. Okay. Du wirst halt Morddrohungen bekommen. Ja, das krieg ich ja jetzt auch. Ja, aber nochmal so schlimmer. Ja. Meine Damen und Herren, Costa, es war uns eine Ehre. Costa Meronianakis auf Facebook, vielen Dank. Auf Instagram, auf Snapchat, auf Twitch, auf Twitter, auf TikTok, auf Wer kennt wen, auf MySpace, auf StudiVZ. So Live-Reactions würde ich von ihm feiern. Ja, genau, um seine asozialen Art. Ja, finde ich geil. Vielleicht kommt es ja noch. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr war gern. Uns eine Ehre. Es war uns eine Ehre, ich mache bald eine Lehre. Okay. Sehr gut. Das war's. Und dann mache ich auch die Kehre. Eine Ehre. Endlich bin ich dabei. Und, abonniert bitte diesen Channel auf YouTube genau. Und auf Spotify. Lester. Ihr und richtig, richtig geilen Sexmenschen da draußen. Schreibt in die Kommentare, dass ich jede zweite Woche hier bin. Ja, genau. Und an alle Korpsmolester, Vorschläge oder Fragen, Themen einfach in die Kommentare raushauen und die werden wir bearbeiten. Und nächste Folge werden wieder Korpsmolester vorgelesen. Und Dings, was ich sagen wollte, ist, uns gibt's jetzt auch auf Audible, ne? Auf Amazon, auf Apple, wir sind Audible. Überall. Audible? Ja. Scheiße, Audible. Das sind wir auch? Ja, das sind wir auch. Wie kommst du da drauf? Tja, Audio ich hab's jetzt, steht bei Audio unserem Now Poster, auch? Bei dem wir sind. Ja, Audio Now. Und, nee, und, Audio Now nicht. Und was ist mit aber Amjad ist bei Audio Now. Wie heißt denn dieses andere da? Echt? Ja, der hat weil man im Zug empfangen? Ja, da kann man, da muss man sich anmelden. Der Arme, ich habe nur gesehen, dass er fährt er noch Zug? Nein, der fährt nie Zug. Der hat doch ein Auto. Amjad ist VIP-Kunde bei Mercedes, Bruder. Alter, ey, Amjad fährt immer mit dem Auto. Ja, mich schon mitgenommen. Der lebt auch. Amjad ist VIP bei Mercedes, die uns 20 Mal abgelehnt haben. Ey, aber macht der, das ist der VIP-Kunde. Macht der Podcast mit seinen Dings? E-Pots. Ja, mit seinen E-Pots. Und seinen Donald Duck. Der, doch jetzt, der Amjad hat einen neuen Podcast. Schöne Grüße an Amjad und ich weiß nicht, wie der andere heißt. Die haben so einen Daddy. Ja, ist die Wahrheit. Die haben so einen Daddy. Nein, wirklich. Ich meine das auch nicht böse. Ja. Der hat einen Podcast mit null. Der hat einen Podcast mit so einem Unbekannten. Der heißt die AIDS-Kranken. Nein, das ist der Daddy-Podcast. Wie? Ah, ja, die reden darüber, dass die Väter sind. Die sind ja jetzt Väter. Ja. Amjad auch? Nee, Amjad wird jetzt Vater. Der wird jetzt Vater, ja. Ja. Okay, warte mal. Amjad Daddy oder so. Audibile. Daddy Talk.
Daddy Talk, genau. Mit. Checkt Amjad ab. Mit Amjad und. Hier steht sogar bei der Beschreibung. Tato ist nur ein guter Freund des Stand-Up-Comedians Amjad. Das heißt, es ist einfach nur sein Homie. Ist ja normal, dass ich den nicht kenne. Shoutout an Daddy Talk. Hört euch Daddy Talk an. Sehr gute Jungs. Und besser als Sommerhaus der Stars, irgendwelche asozialen Bratzen sich anzusehen, die sich ständig selbst beleidigen und bedrohen. Wer denn? So. Also es ist jetzt unfair, dass du jetzt hier... Ja, ne, dass ich irgendwelche Leute diffamiere. Liebe Grüße an alle, ich liebe euch alle. Alle was Herrens Tochter hier beleidigt. Alles, was ich hier sage, ist nicht ernst gemeint. In diesem Sinne... Lass uns doch am Anfang immer so ein Ding einblenden. So eine so ja. Parental Advisory, wie bei den Rappern. Ende. Warum am Ende? Nachdem am ich schon gehört habe. Alles ist hier fiktiv, es ist künstliche Geschehnisse oder genau, wie es heißt. Genau, künstliche Freiheit. Künstliche Freiheit, also an alle unlustigen Comedians. Ja. Da draußen. Also alle. Also fast alle. Schöne Grüße. 99%. Ich gebe euch einen Tipp. Nein, es gibt versucht gute. Lustig ey, ganz ehrlich, am Ende, ich sag ein paar gute Comedians. Ja, komm mal raus. Ja, genau, mach die berühmt bei uns, obwohl die niemals das für uns tun. Hazel Felix kennt man. Wer ist Hazel? Hazel Brugger. Das ist Denzel Hayes. Genau, Purple Hazel. Hänsel Brugger heißt der? Hazel Brugger. Ist eine Frau. Ach so, die ihr eben schon erwähnt habt, ja. Genau. Frau kann nicht gut sein, genau. Glaube ich nicht. Thomas Schmidt, David Kebekus, Till Reiners, Sertac. Ist ein King.